schönen guten Abend hier bei den Küchenchefs des Todes, meine Halleluja. Damen und Herren. Halleluja, genau. Halleluja. Heute ist ein ganz besonderer Tag, denn wir haben unser erstes Battle am Start, ja. Und ich darf auch direkt mal vorstellen, der Herausforderer in meiner rechten Ecke oder zu meiner rechten Träger des fünffachen Dans im Kochtopf Weitwurf. Schabi! Ladies and Gentlemen! Dün, 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 dün. Nabend! Alles klar? So. Ganz genau. Genau. Und zu meiner Linken, der zweifache Meister der Küchenchefs des Todes, Träger des fünften Dans im Kochlöffel-Weitwurf, Tobias Kaiser! Da bin ich. So, schön. Wir starten mal mit dem Herausforderer, lieber Tappi. Ja. Was gibt's denn bei dir heute? Heute habe ich mir gedacht, ich mache irgendwas, was ich noch nie gemacht habe, damit ich auch wirklich eine gute Herausforderung habe, weil hätte ich was gekocht, was ich kann, hätte ich nicht kommen müssen, der Sieg wäre schon meiner gewesen. Von daher. Dafür bin ich auch sehr dankbar, danke. Siehst du. Kurz vorher drüber gesprochen. Nein. Also ich mache heute tatsächlich so eine kleine Mixtur aus mediterranem Zeug und einer schönen Zutat zu diesem Teller von einer sehr guten Bekannten von mir. Da komme ich näher zu. Es wird so ein bisschen griechisch. Es wird, eigentlich müsste es gegrillt werden, aber wir sind hier unten im Keller. Wenn wir jetzt grillen würden mit Kohle oder mit Gas, dann würden wir nachher liegen und wären tot. Weil kein Sauerstoff mehr und so. Ja. Deswegen habe ich mich ein bisschen ausgerüstet, habe so eine schöne Grillpfanne mitgebracht, die ich nutze zum Braten oder halt wahlweise dem Dirk über die Mütze ziehe, wenn er einen blöden Spruch bringt. Verstehe. Genau, also etwas griechisch-mediterran und ich freue mich drauf. Tobi, was gibt's bei dir? Erzähl. Oh. Also, bei mir gibt's heute Indisch. Und zwar wird es geben ein sogenanntes Butter Chicken. Ich habe schon immer davon geträumt, ne, das ist immer mein Spruch, bei jedem Stream sage ich, ich habe schon immer davon geträumt, irgendwann mal für euch Butter Chicken zu machen. Das ist so ein ganz, ganz besonderes Essen für mich. Das ist, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Es gibt ein Restaurant in Köln, da bin ich früher immer hingefahren, Inder, und da gab es dieses Butter Chicken und das war nicht nur Essen, sondern das war irgendwie eine Ebene höher. Ich weiß nicht, wie kann man das beschreiben? Irgendwas mit Geschlechtsverkehr. Ja, also gutes Essen ist besser als jeder Schiss danach, tierisch auf Klo muss oder so. So ähnlich. Also Butter Chicken. Ich habe es auch noch nie gemacht. Ich hab's gestern. Ihr seid selber schuld, dass ihr mich eingeladen habt. Deswegen müsst ihr mit den Sprüchen klarkommen. So. Okay. Ja, Freunde, erstmal begrüße ich alle heute im Chat. Ich werde den auch nachher mal ein bisschen betreuen diesmal. Wir sind ja heute zu dritt, ne? Wir teilen uns ein bisschen auf. Und erstmal hallo an alle, die eingeschaltet haben. Sehr cool übrigens, dass ihr dabei seid, weil ich weiß, ich glaube Lord of the Lost, die übrigens ihr neues Album Judas gerade rausgebracht haben. Leute, zieht euch das rein, das ist mega fett. Ich glaube, die streamen heute auch auf Zoom, deswegen umso geiler, dass ihr eingeschaltet habt. Und, warum sagst du das denn auch? Jetzt hauen die gleich alle ab? Nein. Wir gucken auf die Zahlen, aber es sind echt viele Leute heute dabei, da freuen wir uns total. Ja. Vielen Dank. Cool. Vielen Dank fürs Einschalten, wirklich. Schön. Meinen wir ganz ernst. Und jetzt gibt es erstmal Uso, oder? Ich fange ja eigentlich immer damit an zu sagen, welche Ingredienzien ich so gebrauche für mein Essen, was ich heute mache. Also ich kann jetzt mal ein bisschen ins Detail gehen. Ich mache heute oder versuche heute ein original griechisches Bifteki zu kredenzen. Leider nicht auf dem Grill, aber dafür die Grillpfanne, das wird schon irgendwie funktionieren. Dazu kommt ein selbstgemachter Tzatziki und ein wunderschönes Brot. Und zwar ein ketogenes Brot. Liebe Leute, Keto, wer kennt Keto? Keto heißt keine Kohlenhydrate und halt auch komplett ohne Mehl. Und das Ganze ist ein Rezept von einer sehr guten Freundin von mir, nämlich von der Dina. Dina Stricker, unsere Merchandiserin, hat ein Buch geschrieben. Keto rockt, ein tolles Kochbuch. Und aus diesem Kochbuch werde ich ein Knoblauch-Käse-Baguette herstellen. Wow. Ohne Mehl. Und wenn man sagt griechisch-mediterran, nimmt man meistens gegrilltes Gemüse oder sowas. Fand ich jetzt heute aber ein bisschen zu, macht jeder.
Deswegen werde ich heute einen Salat grillen. Was? So. Oh, ja. Geht doch gar nicht. Ich grill einen Salat und Ingredienzien sind sowas wie Knoblauch und da kommt auch Honig dabei, verschiedenste Gewürze und Uso ist auch dabei. Gehört zu jedem auch, Kochgang wenn ich mal und zu jedem Rezept mit dazu. Wenn ich mal ins Wort fallen darf. Ich sehe auch hier so, was ist das? Minze, ne? Das ist Minze. Minze, ja, sehr geil. Genau. Also auch Minze heute mit dabei. Ist das bei deinem Gericht auch dabei? Tatsächlich, ich habe hier vorne auch eine Minze stehen. Kann ich auch mal kurz in die Kamera halten. Auch so ein Strauch hier. Und der Tzatziki und auch tatsächlich die Bifteki werden mit der Minze ein ich bin großer Bifteki-Fan, muss ich sagen. Aber ich bin auch gespannt, was beim Tobi rauskommt. Auf jeden Fall. Kennt ihr das Gefühl, wenn ihr beim Griechen wart und so eine riesen Fleischplatte gegessen habt und dann ins Bett geht und nachts aufwacht und denkt, boah, jetzt muss ich 3 Flaschen Wasser trinken. Diesen Nachdurst nach dem Griechen. Diesen Nachbrand, den finde ich immer ganz, ganz nett. Und auch das, was anschließend auf dem anderen Örtchen passiert, ist manchmal auch ganz lustig. Da wollen wir aber nicht ins Detail gehen. Aber um dieser ganzen Geschichte auch irgendwie ein bisschen vorwegzugreifen, dass wir gleich nicht irgendwie so einen Bauch haben und uns alles wehtut, würde ich sagen, fangen wir mit der ersten Zutat heute an für mein Gericht, nämlich mit dem Uso. Für meine gute Freude. So, der muss hier wieder erstmal hier einmal reindüsen. Jamas. Auf den geilen Jamas. Jamas, ihr Nasen. Leute, schön, dass ihr dabei seid. Wir trinken auf euch. Auf einen schönen Abend, oder? Mhm. Und jetzt können wir kochen. Lecker. Tobi, was ich glaube, wir wollten beide. Bei mir gibt es so diesen Butter Chicken. Ne? Das ist Chicken in der Buttersoße. Dazu gibt es auch ein schönes Fladenbrot. Ne? Und das wird das erste sein, was ich gleich mal zubereiten werde. Und zu diesem Fladenbrot und zum Butter Chicken soll es auch eine Minzsoße geben. Mm. Die soll so ein bisschen die Schärfe wieder neutralisieren. Hoffe Sehr ich. Sehr cool. Letztes Mal habe ich ja schon gesagt, ich mag nicht so gerne scharf. Und dann habe ich gestern geübt und es war einfach viel zu scharf. Es hat einfach nur nach Schärfe geschmeckt. Mal schauen, ob ich das heute ein bisschen besser hinkriege. Und dass ich das mit der Minzsoße ein bisschen neutralisieren kann. Aber nach dem Uso bin ich mir da nicht so sicher, ob das noch klappt. Hier wird wieder mit unfairen Mitteln gekämpft. Ne? Das ist, zu jedem Gang, den ich zubereite, gehört ein Uso. Das heißt, ihr müsst mindestens 4 oder 5 davon vorbeessen, einmal mal reinknallen. Mal schauen, ob das dann noch funktioniert mit uns. Indisch kochen ist, glaube ich, eher so ein bisschen wie Zaubertrank zubereiten. Es kommen irgendwie so viele Gewürze rein, da kann man so viel falsch machen. Also ich weiß nicht, ob ich noch mehrere Uso trinken werde. Was kommt denn in dein Gericht alles rein? Du hast schon gesagt, ein bisschen Minze und ein Fladenbrot, sagtest du, ne? Was kommt noch? Was haben wir noch? Hühnchen natürlich. Ich habe da hinten so einen Zettel, da habe ich mal alles aufgeschrieben. Da sind lauter Gewürze, deren Namen ich gar nicht sagen kann. Deswegen. Ich glaube, der ist das, ne? Mann. Ja. Also der Chubby, der kämpft mit unfairen Mitteln. Ich Hauptsache viel Uso und viel... Weiß nicht, wie ich die Jungs kriegt, das wusste ich schon immer. Ja. Okay, also wir... Hat auch zu auch geklappt. Okay. Oh, vielen Dank. Dankeschön. Für was? Seid ihr jetzt reich? Ich mach mal ein bisschen Platz jetzt für die beiden, dass sie kochen können und werde euch jetzt mal hier ein bisschen im Chat betreuen. Genau. So, ihr Lieben. Auf geht's. Darf ich das übrigens kommentieren, was ich hier mache? Oder ja, natürlich. Natürlich. Oh, Music Soulbound war am Start. Schönen Gruß an Music Soulbound. Hey, die Soulbounders. Ja, schön, dass ihr da seid, Jungs. Ich habe alles vergessen. So. Ich mache erstmal mein Fladenbrot, ne? So. Ein bisschen Teig. Das sind 250 Gramm Mehl und da kommt jetzt ein Löffelchen von die Backpulver rein. Zack. Was ich mache, ich bereite schon mal die Tzatziki vor. Nehme eine Gurke. Einmal kurz Hälfte durch und diese Samen oder was es auch ist, diese Seeds, müssen raus, weil die halt die verwässern so, das meiste Wasser haben, genau. Und normalerweise müsste man diese Gurke, wenn man die jetzt gleich quasi schreddert, mehr salzen und dann am besten über Nacht im Kühlschrank stehen lassen, damit das Wasser noch so richtig schön rauskommt. Aber die Zeit haben wir heute nicht, dementsprechend habe ich auch ein bisschen getrickst und mache es nicht nur mit Joghurt, sondern werde vermutlich noch ein bisschen Quark dabei benutzen, damit es nicht zu wässrig wird. Übrigens, vielen Dank, Amy Germany für 4 Monate. Vielen Dank. Abgefahren. Mega. Was heißt das? Ihr müsst mich übrigens mal aufklären. Ich bin ja Twitch fast Neuling. Was heißt jetzt 4 Monate? Ist sie jetzt 4 Monate lang euer Fan und danach nicht mehr? Oder? 4 Monate abonniert. Ah! Schenkt uns ihr Vertrauen und ein bisschen von ihrem Geld auch.
Das ist cool, ja. Schön, dass es sowas gibt und schön, dass ihr so treue Fans habt. Cool. Absolut. Richtig ja. geil. Ja. Ja. Also 250 Gramm Mehl, ein Teelöffel Backpulver, ein Teelöffel Zucker, ein halber Teelöffel Salz. Das sind so die trockenen Ingredienzien. Ey Leute, die Nadja Mariade schreibt gerade, sie sitzt gerade in Kroatien auf dem Balkon mit Blick zum Meer und grüßt uns. Es ist schon ein bisschen fies, was du hier machst. Das ist echt gemein. Ja. Ja. Aber ey, vielen Dank, genießt die Zeit in Kroatien. Kroatien ist mega schön, war ich auch schon. Wenn du wüsstest, was heute hier in Deutschland an Zeug runtergekommen ist, wettertechnisch. Gerade hier in der Gegend, wow. So, was machst du jetzt, Schappi? Erzähl mal. Ich quetsch quasi diese wunderschöne Gurke, die reibe ich jetzt quasi klein. Ja. In eine Schüssel, dann werde ich die ein bisschen salzen und noch ein bisschen stehen lassen, damit noch ein bisschen Wasser rauskommt. Wird das noch so ein bisschen abtrocknen und dadurch entsteht dann irgendwann mal. Und ich sehe, du hast aus der Gurke die Mitte quasi rausgemacht. Das habe ich gerade schon erklärt. Wenn du zuhören würdest, hättest du halt mitgekriegt. Nee, habe ich nicht. Ich höre ja nichts mehr. Weißt du? Er hat schon Uso getrunken, er regt schon. Uso, ich höre nichts mehr und ich kann nur bis 3 zählen. Das ist richtig, also, genau. Also ich habe diese Samen da rausgeholt, weil es sonst zu sehr wässert tatsächlich. Ja. Genau. Tobi, was geht bei dir? Du suchst einen Löffel. Okay. Ich habe alles hier, komischerweise. Ich habe mich vorbereitet. Sehr gut. Wer von euch hat eigentlich schon eine Kochschürze? Ich habe eine. Das ist Joghurt übrigens, davon kommen in meinen Teig 2 Esslöffel. So. Mhm. 2 Esslöffel Joghurt beim Tobi und Milch, sehe ich. Genau. Sehr geil. Genau. Oh, Olliwood hat 2. Sehr geil. Cool. Und passen sie dir? Hast du schon gekocht in deiner Schürze? Hier, Leute, wer cool, das haben übrigens... Das haben wir ja so dir vorgeschlagen, dass ihr bitte alle 2 von mir... Ja. Wer eine Kochschürze hat, Leute, der postet mal bitte ein Bild davon unter den Kochshow-Tweets. Ja. Das fänden wir sehr nice. Ja. Von Neißigkeit her. Von der Neißigkeit 100%. Her. Cooles T-Shirt, Schappi, schreibt jemand. Cooles T-Shirt, wer sagt es? 80 Gramm von die Milch. Oh, guck mal, habe ich gerade schon direkt hier alles kaputt gemacht. Muss ich mal eben kurz Werbung machen für diese großartige Band. Wenn ihr Kinder habt, hört es euch an. So, Dirk, kannst du mich nochmal anziehen, bitte? Hollywood hat Burger gemacht. Hey, Kaffee Frieda ist auch am Start. Ich komme nicht mehr dran, du musst mich gleich mal eben kurz anziehen. Dran. Warte, ich muss mal das, ich leg mal den das. Den Chubby wieder anziehen hier. Den Chubby jetzt mal wieder. Anziehen. Einen Moment. 2 Esslöffel von die Pflanzen. Einmal, genau. Entschuldige, ich wollte ja nicht reinquatschen. Darf ich an dir rumfummeln? Du darfst an mir rumfummeln, wie du willst, Hase. Oh. Ah. Ist das so? Ja. Du wirst, du bist aber zu schnell mit zu beeindrucken hier, ist ja unglaublich. Ja, gespannt, ja. Bei mir. So, mal alles mit links hier. Wird auf rechts rumfummelt. Soll ich mal so machen? Oh, Alter! Ich glaube, das wird ein verdammt langer Stream heute, oder? Was denkst du? Ja, ich denke auch. Du ziehst mich übrigens halb aus gerade. Das können wir machen, wenn die Kameras aus sind. Das war der Zweck der Übung. So, mal kurz abschmecken hier. So. Ja, ist schon sehr gut. Perfekt. Konsistenz, super. Wie kann weitergehen. Muss ich jetzt hier wieder eine halbe Stunde im Teig rumkneten erstmal. Aber das Tolle an diesem Fladenbrotteig ist, aus irgendeinem Grund, weil Joghurt und Öl und was auch immer drin ist, ist der nicht so krass klebrig. Das macht irgendwie Spaß. Der muss auch nicht über Nacht stehen, weil es kein Hefeteig ist, sondern der ist nach 20 Minuten eigentlich bereit für den Ofen. Die JFX schreibt, ich sabotiere den Chubby. Nein, wir versuchen nur, eine Chance rauszuarbeiten quasi. Der Chubby hat ja schon schwer mit unfairen Mitteln ist ja krass, dass ihr so wenig Vertrauen in mit dem Teig, der ist hier wirklich ein bisschen... Ich verstehe es auch nicht. Aua, guck mal, so, siehst du? Also ich hack hier gerade übrigens den Knoblauch, beziehungsweise mach die Schale von dem Knoblauch raus. Wer es nicht weiß, natürlich, Knoblauchzehe einmal auf dem Brett einmal draufhauen mit dem Messer und dann kann man das wunderbar pellen. Ja, so. Das kann ich bestätigen. Tobi, du musst schön ins Mikrofon... Ja, ich versuche schön ins Mikrofon reinzusprechen, ihr Lieben. Ja, damit du ein bisschen lauter bist. Ich habe gerade gehört, Purple Mace schreibt, Tobi, du könntest ein bisschen lauter sein. Das müsst ihr ja bei diesem Mixgerät einstellen. Hm.
Bin ich denn laut genug? Oh, du bist natürlich der lauteste, wie immer. Das kann ich übrigens, beweisen, dass der Chubby immer der lauteste ist. Als wir eine Tour zusammen hatten, ah, ja, da hat sich das ungefähr so angehört, Leute. Hallo, René! Ja. Ja, wisst ihr Bescheid, ne? So hört sich das an, wenn der Chubby Tiefluft holen vorher war. Tiefluft holt und den René begrüßt, ja. Den René begrüßt. Ja. Also laut ist er. Ja, ja. Wenn man will, geht alles. Ja. DJ FX schreibt, du bist super von der Lautstärke. Das ist wunderbar. Ah, super, perfekt. Ja. Ja, Kaffee Frieda, ne? Kaffee Frieda muss ja im Prinzip auch noch gegen uns kochen, ne? Wir haben es ja beim letzten Mal schon gesagt. Die haben ja schon so ein bisschen herausgefordert, ne? Oder, Tobi? Kaffee Frieda? Das ja. Habe ich gar nicht so mitgekriegt, muss ich ja, gestehen. doch. Stell mir mal das Mikrofon ein bisschen so ein, dass man mich besser hören kann. Ich versuche auch besonders deutlich und laut zu sprechen. Was machst du denn da jetzt gerade, Tobi? Ich knete meinen Teig. Weil du der knetest muss den ein paar Teig. Teig. Ich knete den Teig. Teig. Warte mal, ich hab da jemand besser, der kann das besser. Was? Teig. Die Stimme aus dem Off hier. Ja. Na, wir machen mal ein Ratespiel, Leute. Wer war denn das? Wer war die Stimme aus dem Off? Warum hat eigentlich die Stimme aus dem Off noch kein Uso bekommen? Ja, das frage ich mich allerdings auch. Ja. Hase, wo bist du? Wir brauchen eine Uso für den guten Freund hier. Check. Ja, wunderbar. Check. Ist das jetzt hallo besser? Hallo Eternal Flame Style, Mahlzeit. So. Hallo Jenny Line. Ich bin hallo XIM. Und hallo Chris Rolters R. Und Annie Germany. Ich bin wahrscheinlich willst mit mal, willst, du mal gerade vor, willst du mal gerade rumkommen? Komm mal gerade rum. Kommen wir gerade rum. So. Hallo. Könnt ihr mich hören? Oh, wir können dich hören. Das ist wunderbar. So. Ich mache jetzt hier Olivenöl. Viele Köche verderben. Gutes Olivenöl. Und. Ich weiß nicht, ob ich dieser nervige. Dem passierten René. Oh, jetzt ist aber alles. Hast du den Master hochgedreht? Ja, also. Oh. Weil er ist jetzt auch so. Herzlich willkommen, lieber René. Ja. Schön, dass du da bist. Wer will kein heute? Ja, tschüss, oh, ne? Der Chubb ist zu laut. Okay. Jammers, ich bin zu laut, Jammers, ja. Jammers. Jammers. Ja. Ich rolle das R. R. Da, Hammer. So, bin ich jetzt besser? Lecker. Ja, ist lecker, ne? So, bevor wir fertig sind mit dem Kochen, ist die Pulle leer. Ja. Und das Essen schmeißt mal an die Wand. Ich hab Hunger. So, also nochmal. Ich habe quasi den Knoblauch jetzt gepresst. Mhm. Und da kommt sehr einfach schön. Nur ein Schuss Olivenöl bei. Und das Ganze das wird voll umgerührt. Und kommt nachher in den Tzatziki rein. So. Tobi ist hier. Das ist der Chubby. Ja, so. Das ist Chubby, das ist Tobi. So. Nee, nichts mehr machen, das ist alles cool so. So. Auch vorbereitet. So, sind denn alle laut genug jetzt? Mal im Chat gefragt. So. So, Tobi, sprech du doch mal was. Sprechsprache. Ja, nochmal. Ja. Ist das jetzt okay? Also ich finde es ganz schön anstrengend, jetzt hier so quatschen zu müssen. Und den Knoblauch auseinander zu friemeln. Mhm. Zu viel zugemutet. 1, 2, 3, 4. So. Check. Das lasse ich jetzt erstmal so ein bisschen stehen. Ich fange jetzt mit dem Brot an übrigens. Da würde ich gerne mal kurz ein bisschen Werbung machen. Ist das okay für euch? Moin Wayne übrigens. Hallo und Wayne. Ghost Court ist am Start. Cayman Kandol ist am Start hier. Purple Mace ist am Start. Kaffee Frieda. Wann kochen wir? Erzähl mal. Wer? So, du wolltest Werbung machen. Ich wollte Werbung machen. Geht? Ja, mach mal Werbung. Ladies and Gentlemen, falls einer von euch mal Interesse an einem wirklich großartigen Kochbuch hat, und zwar
Weil es schlank und glücklich macht. Schlank bin ich jetzt nicht gerade, aber ich bin auch noch nicht komplett durch mit dem Buch. Aber es ist großartig. Das nennt sich Keto Rock. Das geht sich über ketogene Ernährung und es wurde geschrieben von unserer Merchandiserin, die liebe Dina, die ich gerade an dieser Stelle grüße. Dina Stricker, hey. Die Frau von unserem Drummer, von Bodo. Ah. Dieses geile Buch könnt ihr überall kaufen. Bei Amazon, am besten bei eurem Buchhändler. Und da sind ganz schön viele tolle Gerichte drin. Und das ist ein ganz tolles Buch. Und ein Rezept daraus werde ich heute für meine Platte machen. Das ist das Käse-Knoblauchbrot. Ich hoffe, ich werde es vernünftig hinkriegen. Also, vielen Dank dafür für dieses tolle Rezept, liebe Dina. Liebe Leute, kauft euch das Buch. So, Didi Lisa oder Didi Isa sagt gerade, der Chubby hätte eine Kochsendung im WDR verdient. Vielen Dank. Ja. Aber nur was wegen meiner Quatscherei. Du hast mich ja noch nicht kochen sehen. Was ist mit uns? Was ist mit uns? Das ist gemein. Ne? Da macht man eine Kochshow. Zack. Da so, also, machen wir es hier. Bei mir geht es jetzt um die Marinade für das Hühnchen. Und ich habe jetzt hier erstmal 15 Knoblauch reingetan. Mm. 15 Zehen. Jetzt kommt Ingwer rein. Kann ich das Ding mal haben? Wie viel Zehen? 15. 15. 15 Zehen. 15. 15. Ja, ich habe jetzt alleine schon 15. Okay, ich dachte schon. Das heißt, das wird heute Abend so dermaßen Pappmaul die Nacht, wenn man so viel Knoblauch gefressen hat. Meine Fresse. Meine Herren, ich freue mich. So, der Chef hat übrigens jetzt Sound gemacht. Ich hoffe, das ist jetzt alles sehr cool bei euch hier. Könnt ihr mal gerade Bescheid sagen, ob alle laut genug sind, ob ihr alles cool hört. Und ich finde, das hat einen Applaus verdient. So. So, damit das mit dem Betrunkengehen auch ein bisschen schneller geht, Prost, Leute. Ja, stimmt. Ich bin gerade raus. Prost. Bin schon betrunken. Prost. Prost, Leute. Jetzt spreche ich schon in die Bierflasche. Geil, oder? Prost, Leute. Wie gut, dass du heute nicht mitkochst, Alter. Ja, gut, dass ich heute nicht mitkoche, echt, ey. Du hättest noch nicht mal eine Brühwurst hingekriegt, Alter. So, Entschuldigung. Hast du eine Ahnung? Ja... Der hätte das Wasser angebrannt. Jetzt gucken wir mal. Morgen geht es jetzt hier weiter mit der Peperoni. Da mache ich die Kerne raus, weil ich gehört habe, dass wenn man die Kerne rausmacht, dann wird es nicht ganz so scharf. Mhm. Und so überscharf muss es für mich auch nicht sein. Es ist okay, wenn man so ein bisschen Schärfe durchschmeckt, aber wenn es dann nur noch scharf ist, ist es auch doof, oder? Silvia sagt, wir lassen uns bekochen, aber der Tobi kocht doch. Tobi kocht. Schauen wir mal. Kerne drin. Hier Knoblauch, Ingwer, Peperoni, grüne. Eine halbe grüne Peperoni, die kommen jetzt hier rein und dann kommt der Mixstab und wird das vielleicht zu einer netten Paste zerkleinern. Hier mal schauen. Kannst du das machen, Dirk? Was soll ich machen? Das mit dem Pürierstab zu einer netten Paste mixen, machen? Zu einer Paste mixen, das kriege ich hin. So. Ihr wollt natürlich wissen, wie dieses ketogene Brot funktioniert, so ohne Mehl. Ne? Weil es ist ja eigentlich die Basis für jedes Brot, was man so bekommt. Sieht ein bisschen komisch aus in meinem Arm, der ist nämlich immer noch kaputt. Ich komme nicht ganz dran. Jetzt geht's. Also, die Basis für mein Brot ist tatsächlich Käse. Mozzarella-Käse und Parmesan. Drei Teile Mozzarella und ein Teil Parmesan. Dann kommt noch ein Ei dazu, ein bisschen Salz, ein bisschen Oregano und ein bisschen Knoblauch. Das Ganze wird dann hier nachher auf diesem Backblech verteilt, geht in den Ofen, zerläuft, wird fest, lässt sich abkühlen und schneiden und dann habt ihr ein ketogenes Brot, was unfassbar lecker ist. So, so sieht's aus. So, bei mir geht es weiter mit der Marinade. Dafür braucht man 4 Esslöffel Joghurt. Und dann geht der ganze Gewürzwahnsinn los. Ich glaube, ich mache den einfach mal ganz da rein. Boah, Alter. Geil. Ah, ich liebe es. Ich liebe es. Ich hoffe, unsere Geschmacksnerven sind nach dem ganzen Uso noch am Start. Mal den Löffel in den Mund nehmen und abschlecken, aber das darf man nicht als Fernsehkoch. Ne? Ja, ist nicht Corona-konform, oder wie war das? Ja, ja. So. Muss aufpassen mit dem Parmesan, den brauche ich nämlich gleich noch für meinen gegrillten Salat. Ja, genau, gegrillter Salat.
So, hier ist der Joghurt und da gehen jetzt die ganzen krassen Gewürze rein. Da kommt jetzt erstmal ein Teelöffel Koriander rein. Ups. Die sieht jetzt schon aus wie Sau. Haben wir eine Putzfrau hier? René? Ja, das machen wir später. Genau, machen wir später. Übrigens, abseits von diesem ganzen Battle-Gehabe hier, wir haben uns tierisch lieb und ich muss sagen, Jungs, ich bin echt froh, euch mal wiederzusehen. Ja, ich freue mich auch total. Das hat echt, ich glaube auch nicht, dass ich mich mit dir battlen muss. Du bist der Wahnsinn. Zimt. Ein Häufchen von die Zimt. Halber Teelöffel Zimt. So. Jetzt muss gut sein. Ups, ich glaube, eine Paste kriege ich da nicht raus. Das ist zu wenig Zeug irgendwie. So. So. Jetzt habe ich den Käse vermischt. Parmesan und Mozzarella. Das wird jetzt so ein bisschen vermixt. Dann kommt da gleich noch ein. Nee, sogar zwei Eier rein. Dann wird der Chris rollt, dass er fragt, was überhaupt daran dran ist, dass Chubby den Hänseler wortwörtlich auf den Grill wirft. Zitat vom Heldmaschine-Stream. Können wir uns da noch dran erinnern? Ich weiß es gar nicht mehr. Nein. Warum wir überhaupt auf Hänseler kommen, kann ich euch sagen. Ich kann auch jetzt gerne ein bisschen Werbung machen für diesen Mann. Ihr kennt den ja alle selber. Fühlt sich wunderbar. Oh, vielen Dank für dein Follow. Grill den Hänseler und so weiter und so fort, die ganzen Fernsehsendungen. Also ich mag diesen Mann, ich war auch selber mal in seinem Restaurant essen, er war zwar nicht da, aber ich habe ganz stupide nur einen Backfisch und Pommes da gegessen und ich glaube, ich habe geweint vor Glück. Das war richtig geil. Dementsprechend, ich bin Fan von Steffen Hänseler und ich benutze auch Utensilien von diesem Mann, wie dieses Messer, das Hänseler-Messer. Tatsächlich. Hänslers schnelle Nummer. Hänslers schnelle Nummer steht hier drauf. Ja. Hänslers schnelle Nummer Kochlöffel. Cool. Dann habe ich sogar die Pfanne von ihm. Ich habe keine Ahnung. Also ich habe fast alles von ihm. Und sogar ein Autogramm. Bei mir kommt jetzt das Chili-Pulver. Wie viel soll ich nehmen? Oh, ein bisschen, ein bisschen weniger, ne? Du hast ja gesagt, du bist jetzt nicht so der Scharfe, ne? Oh, vielen Dank. Stinkemuff. Stinkemuff. Wer zur Hölle nennt sich Stinkemuff? Ey, ohne Scheiße, die lassen sich so geile Namen weiter. Das ist ja der Hammer. Ich hau mich weg. Das ist ja geil. Stinkemuff. Ein Ei steht Anti-Ivarium. Hier. Anti-Ivarium. Wer nennt sich denn bitte Anti-Ivarium? Anti-Ivarium schreibt. Ja, das ist doch, wer ist es wohl? Das ist unser Keyboarder. Hallo Andi. Hey. Schön, dass du da bist. Bist du wieder fit? Hier kam gerade der Safran rein übrigens. Hier. Oh, okay. Alte Leute. Ey Andi, schönen Gruß an der Stelle. Und übrigens, ich habe gehört, ihr habt gestern einen Gig gehabt. Wir haben gestern einen Auftritt gehabt, genau. Wo habt ihr gespielt? Und das war mega geil. Das war in Mülheim an der Ruhr, wo eigentlich das Castle Rock stattfindet. Da habt ihr ja auch schon gespielt. Auch mit uns zusammen. Da haben wir uns kennengelernt. Da haben wir uns kennengelernt auf dem Castle Rock. Und das kann ja dieses Jahr leider aufgrund der beschissenen Lage nicht stattfinden. Aber der Chef, der Michael Bonus, den ich an dieser Stelle ganz lieb grüße, wahnsinnig geiler Typ. Ich tue mal die Eier hier rüber. Hat sich gedacht, ich mache trotzdem was Corona-konformes für die ganzen Rock- und Metal- und Gothic-Fans. Und hat quasi nebenan im Ringlock-Schuppen quasi das Außentheater genommen, die Außenbühne. Geil. Und hat dann da... Genau, Bands gebucht. Und wir haben gestern Abend um 8 Uhr da gespielt mit unserem neuen Gitarristen, dem Martin. Martin Jung. Grötjes van Aftekrenz nach der Nederland. Und es war geil. Wir haben die längste Show unserer Karriere gespielt, tatsächlich. Wir haben Wahnsinn. Ich, zwei kann, Stunden ich kann übrigens einen Satz auf Holländisch. Ja. Ich weiß zwar nicht, warum. Neuke, neuke, nie betale. Nee, all should believe Flutjes. Flutjes. Nochmal? All should believe Flutjes. Heißt das so? Ja, das versteht keiner. Das haben sie dir irgendwann also ich wohne an der holländischen Grenze und ich habe keine Ahnung, wovon du gerade sprichst, Alter. Das habe ich irgendwann mal aufgeschnappt, keine Ahnung. So. Okay. Wer, ach so. Kann, wer kann das übersetzen? Wer weiß, was das heißen könnte? Ich habe keine Ahnung. Kennen und lieben gelernt. Heldmaschine plus Ivarium. Ja, vielen Dank, Anti-Ivarium. Dafür, dass du Anti-Ivarium heißt. Das, ich könnte jetzt eine Geschichte darüber erzählen, warum er Anti heißt. Das mache ich aber nicht. Ich trinke nochmal ein bisschen Bier, würde ich sagen, bevor ich hier was sage. Prost. Ich sag mal so, sein Name kommt nicht von ungefähr, aber er ist halt so, wie er ist. Ja, feiner wir haben Kerl. Auch Tabasco übrigens. Tabasco. Ich stehe im Weg, ne? Unser Tabasco. Entschuldigung. Was habt ihr hier eigentlich für eine Brühe überall stehen? Das ist ja also, hier kommt jetzt das Hühnchen in die leckere Marinade rein.
Die besteht nämlich aus Joghurt. Und dann kommt da Kichererbsenmehl rein. Und dann ein Haufen voller verrückter Gewürze. Der Uso bekommt mir nicht. Mir auch nicht. Kommt das Hühnchen hier rein. Oh, Kichererbsen. Oh wei, oh wei, oh wei, oh wei, oh wei, oh wei. Oh wei, das wird heute was, ehrlich, ey. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Eine Prise Salz, genau, eine Prise Salz, also zwei Prise. Chubby, wie bist du zu deinem Namen Chubby gekommen, fragt die Rose. Ja, guck doch einfach mal, Rose, wie sehe ich aus? Nicht ganz schlank. Ich war schon immer ein sehr muppiger Mensch. Und wenn du mal bei YouTube oder noch besser bei YouPorn Chubby eingibst, dann weißt du Bescheid. Oh mein Gott. Chubby heißt ja nichts anderes als, ja, dicker Mensch, plüschiger Mensch, quantitativ expandierter Körper. Ich finde plüschig, finde ich irgendwie nicer. Ja, finde ich auch. Deswegen, irgendwann, es war damals unser, also der Sänger meiner damaligen Band, wo ich noch Schlagzeug gespielt habe. Ich bin ja eigentlich Schlagzeuger, wie viele nicht wissen. Der René übrigens auch, ne? Wusstest du das? René hat auch als Schlagzeuger angefangen, ja. Ja, krass. Ja. Ja. Leaf, genau. Und unser Sänger ist Engländer und er hat halt einfach immer irgendwelche englischen Namen für uns benutzt. Bei mir ist halt einfach Mr. Chubby. Lag nah. Okay. So. Okay, Leute. Während hier weiter gekocht wird, zeige ich euch vielleicht mal ein bisschen was von unserer letzten Tour. Wir waren nämlich auf Tour mit Avarium. Yes. Und das war sehr, sehr geil. Leider mussten wir ja frühzeitig abbrechen letztes Jahr wegen dem bösen C. Aber wie das so war, das zeige ich euch jetzt mal. In der Zeit brutzelt hier. Oh, vielen Dank, Abfallsalami. Was? Abfallsalami? Weil ich kann die Namen langsam nicht mehr lesen. Aber trotzdem vielen Dank. So, also. Ihr seid echt bekloppt. Kein Uso mehr, Dirk. Kein Uso mehr. So war das damals übrigens auf Tour, wie wir uns nicht kennengelernt, aber nee, kennengelernt nicht. Doch. Nee. Wie wir uns kennengelernt haben, das war nämlich eure Release-Party zum Time-Album. Genau, im Viersen. Da hattet ihr uns eingeladen als Special Guest. Yes. Da durften wir dabei sein in der Rockfabrik, Rockschicht. Ja, Rockschicht, genau. Rockschicht in Viersen, genau. Genau. Das zeige ich euch jetzt mal. So war das damals. Heldmaschine angekommen in Viersen in der Rockschicht. Da hinten sind sie schon, die Avarium-Leute. Da werde ich jetzt gleich mal begrüßen gehen. So, und hier ist schon schwer Ausladen angesagt. Ja, liebes Tourtagebuch, hier wird schon fleißig gearbeitet, ne? So Anlage einrauschen und so. Und auch der Tobi ist Schwerstarbeit am Leisten. Also, ne, man sieht, wir sind schwer am Arbeiten. Ja, alles klar. So, hier schon die ersten Fans. Hallo? Für wen bist du hier? Avarium natürlich. Avarium, für wen bist du hier? Avarium. Scheiße, weißt du? Schlecht auf dem Video. Ja, und für wen bist du denn da? Ich bin von Avarium. Oh Mann, verdammt hier. Bei Avarium, Backstage, und ich hole mir jetzt Schminktipps. So, jetzt gucken wir mal, wie die das hier machen. Weil die können das richtig professionell. Nicht so wie ich. Ich schmier mir immer irgendein schwarzes Zeug in die Fresse und sehe dann aus wie bescheuert. Die machen das hier richtig gut. Guck dir das an mit Pinsel und allem Kram. So, erklären Sie doch mal, was machen Sie denn hier jetzt schon? Ja, wir sind jetzt gerade dabei, die Umrandung zu machen. Und zwar kriegt ihr gleich so einen kleinen Schmetterling. Boah, ich will auch einen Schmetterling. So, bei Avarium, und das ist der Keyboarder. So. Und der war so nett. Und ich werde gefilmt. Ja, und hat mir seinen Platz zur Verfügung gestellt, damit ich heute da rum so ein bisschen Fernsehen. Oh, ja. Mama, ich hab's geschafft. Ja, im Fernsehen. Bei HMT bei Maschinenfunk. Der Chef macht noch einen Schnaps. Naja, Jackie Cola, ne? So. Prost. Wir freuen uns auf die Show. Ja. Wir freuen uns auf die Veröffentlichung des neuen Albums Time von Avarium. Ja, so war das damals, ne? Ja. In der Rockschicht in Viersen. Und die Silvia fragt, ob wir es denn einrichten könnten, wenn mal wieder alles normal läuft, dass wir in Thüringen zusammen spielen. Äh.
Soll ich jetzt Nein sagen? Ja, natürlich würde ich das gerne machen. Ich spiele gerne da, wo man spielen kann und darf. Und wenn sich das einrichten lässt, ich würde sowieso gerne mal wieder mit euch zusammenspielen. Ja, also, wir auch. Ist halt schade, dass es irgendwie so blöd abgebrochen ist. Ja, das stimmt. Beim letzten Mal. Mhm. Und dass wir das leider auch nicht so in dieser Konstellation erstmal fortführen können. Ja, aber wir arbeiten dran, oder wie war wir das? Wir arbeiten dran. Aber in der Zwischenzeit hast du ja hier schon was Leckeres gemacht. Lass mal gucken. Was ich höre jetzt gerade nichts, aber ich sag einfach mal Bescheid. Also ich habe jetzt quasi diesen Käsemix und mit Ei und mit den ganzen Gewürzen und Knoblauch drin jetzt hier so ein bisschen verteilt. Eventuell wird es ineinander verlaufen, ist aber auch nicht schlimm, weil man lässt es dann irgendwann mal quasi abkühlen und dann kann man daraus halt Slices schneiden. Okay, also und Beefsteaky ist aber doch eigentlich ein dazu komme ich jetzt erst, genau, weil ich muss jetzt erst den Ofen mal eben kurz in Anspruch nehmen. Verstehe. Und was, genau. was geht mit dir, Tobi? Was machst du gerade? Mein Hühnchen mariniert und spieße das jetzt auf so lauter kleine Holzspießchen und dann kommt das gleich auch unter den Grill im Ofen. Geil, die sehen auch richtig gut aus. Ich darf mal in die Kamera halten. Ja, Leute. Mir fehlt nur gerade die Auflaufform. Ich glaube, ich musste mal nach Hause fahren und die Auflaufform holen. Ich bin heute hier angekommen und dann habe ich gemerkt, dass ich das Hühnchen vergessen habe und bin dann nochmal eine Stunde hin und her gefahren, um das Hühnchen zu holen. Und jetzt fehlt scheinbar die Auflaufform. Oh nein. Oh mein Gott. Das ist mein Stichwort, Auflaufform. Und ich sehe, ihr habt doch beide eure eigenen Messer dabei, oder? Ja, ja, ich habe es ja eben schon vorgestellt. Mein Steffen Hensler Originalmesser aus Hamburg, aus seiner Schmiede. Mega geiles Teil. Ist gut in der Hand, schöne breite Klinge und richtig scharf wahrscheinlich. Sehr oder? Scharf, auf jeden Fall. Ja. Ich habe zu Hause auch ein richtig geiles Messer. Also ein Sudoku-Messer. Ein gutes Küchenmesser, Leute, und ihr braucht nichts anderes, ohne Scheiß. Das stimmt, genau. Das ist wirklich das Allerwichtigste. Diese ganzen Küchenmaschinen und so könnt ihr da wirklich vergessen. Und man muss sich auch mindestens einmal damit geschnitten haben, wie ich finde. Also mindestens. Einmal muss es so schön in den Nagel rein. So. Ja, also ich habe auch schon hier. Ich hab die Kuppe vom kleinen Finger abgeschnitten, das war fies. Und dann war es irgendwie doof, alle Konzerte. Kann ich mir meine Hände waschen? Ja, ja, klar. Da musst du hier mit dem Kabel so ein bisschen aufpassen, weil wir sind ja hier so ein bisschen verkabelt miteinander. Ich muss da mal eben kurz ran, bevor ich jetzt hier irgendwas kaputt mache. Okay, Tobi, du machst jetzt gerade die Spieße fertig, ne? Ja. Und du hast sie mariniert. Ja. Hast du wahrscheinlich eben schon erklärt, oder? Habe ich gesagt, ja. Das ist irgendwie Joghurt und Kichererbsenmehl und ganz viele verrückte Gewürze. Das ist das Zeug, was ich eben klein gemacht habe, oder? Genau, das habe ich, glaube ich, dann auch noch zum Glück reingetan. Ich hätte es fast vergessen, aber habe es dann da noch stehen sehen und dann doch dran gedacht. So. Wow. Darf man da mal irgendwie probieren? Das kann man nicht probieren, weil das ist rohes Hühnchen. Das ist vielleicht nicht so cool. Okay. So. Irgendjemand schneidet sich locker in die Finger, schreibt die Carmen. Aber nein, ich glaube nicht. Das passiert heute nicht. Nee, da hast du vollkommen Wir passen auf. So, jetzt muss ich mal schauen, wie sieht es mit der Gurke aus. Wie gesagt, eigentlich sollte die Gurke so, sag ich mal, eine ganze Nacht lang, also zumindest ein paar Stunden irgendwie so im Kühlschrank sein, so wie sie jetzt ist, wie man sieht. Oder vielleicht seht ihr es ja, kommt ein bisschen Wasser raus. Das Wasser muss man jetzt irgendwie entfernen. Da nehme ich am besten die gute Zebra-Rolle für. Und dann machen wir das mal. So. Ich lese gerade im Chat erstmal einen Uso. Ey, ihr müsst nicht übertreiben, Leute. Nicht übertreiben. Hier, schaut mal. Ich finde, wir hatten schon lange kein Uso mehr. Ist schon eine halbe Stunde her. Ist das schon eine halbe Stunde her? Ja, ja. Dirk, du musst ja noch anständig moderieren, ja? Entschuldigung. Also bitte, halte dich ein bisschen zurück. Das könnt ihr später machen. Ich glaube, den Leuten. Schaut mal. Die Leute da draußen interessieren sich echt nicht für unser Futter, was wir heute machen. Die wollen am liebsten sehen, wie wir uns hier wegballern. Ja, wie wir besoffen durch die Küche stolpern und alles abfackelt hier. Oh, sehr geil. Das sieht übrigens sehr gut aus, meine Damen und Herren. Jetzt mal probieren. Ich finde, das ist ein Applaus wert. Mega. Guckt sich das einer an hier. Natürlich. Also ich will ja nichts sagen, aber das ist geiler Scheiß. Das ist richtig geiler Scheiß. Das ist richtig geiler Scheiß, oder? Musst du schon auch zugeben. Ja, ich habe noch nichts geschissen gekriegt bisher. Na doch, du hast die Gurke geschnitten. Ich bin damit beschäftigt, den Uso zu verarbeiten. Ja, das tue ich jetzt mal wieder hier rein. So, wunderbar. Ja, Flupper sagt auch, boah ey, die Spieße sehen lecker aus. Die sehen auch echt lecker aus. Also ohne Scheiß, das sieht gut mega aus. Also da könnte ich jetzt schon so reinbeißen, aber ich lasse es lieber. So, now I'm schon mal sehr fett auf jeden cutting Fall. Cutting an onion to make it international.
What Uso is it? Ask Jane. Der falsche. Jane is from London, by the way. It is Jane. Hey, welcome to the show. Hey to London. It is definitely the wrong Uso, because it's like the commercial Uso from Germany, Uso 12. But if you like to taste the best Uso you can buy in Germany, not in Greece, I would suggest Uso of Plomari. This is really good stuff. Plomari, see. Mm-hmm. Genau. Okay, habe ich wieder was gelernt. Geil. Ja. Also ich mag diese Show, by the way, weil ich lerne immer mehr. Das ist total geil. Ich bin ja auch, ich koche ja auch super gerne. Und wer hat mir die Butter geklaut? Ich nicht. Ich koche auch super gerne. Und ich finde es echt geil mit der Kochshow hier, weil man lernt was. Das ist echt cool. Richtig gut. Ja, deswegen, auch, ich gucke so einen Kram halt auch zu Hause. Ich habe viel jetzt vom Tobi gelernt, letzte Show. Der hat einen monstergeilen Burger gemacht, ohne Scheiß. Okay. Ja, mega. Richtig gut. So. You're welcome, Jane. So. Yes, you're welcome. Ah, ja, Annie Germany schreibt gerade, nein, das stimmt nicht, zu viel trinken mag Twitch zudem doch auch nicht. Ja, stimmt, man darf den Alkohol nicht zu sehr, man darf nicht animieren zum Trinken bei Twitch. Nein, lasst das, liebe Leute. Ja. Finger weg vom Alkohol, genau. Besonders dann, wenn ihr fahrt, wenn ihr kocht, wenn ihr auf die Bühne geht, wenn ihr heiraten geht, wenn ihr zu Hause seid, nicht auf dem Sonntag, nicht vor 8. Oh. Der Anti-Avarium schreibt, ihr Jungs seht auch lecker aus. Ich glaube, der Andi hat auch ein bisschen zu viel getrunken. Alter. Der hat vielleicht auch was getrunken, oder? Der gute Andi. Man weiß es der nicht. Der gute Andi ist ja auch mal so für das ein oder andere Glas. Da kann ich übrigens Anekdoten erzählen. Ich habe ja mal einen Gig mit euch gespielt. Ja. Einmal durfte ich ja mit euch spielen. Also ich habe bei Avarium gespielt, muss man sagen. Also nicht als Tour. Und vor allen Dingen stehst du in einem Buch deswegen drin. Ich stehe in einem Buch deswegen drin, genau. Und zwar auf der Hallig war das. Da habe ich Aushilfe gespielt für den lieben Bodo. Ja. Schöne Grüße an der Stelle. Und das war ziemlich geil, fand ich. Ja. Das war echt gut. Das war übrigens auch die letzte Show von... Von Eva. Ja, genau. Ja, genau. Richtig. Ja. Das war geil. Das war was Außergewöhnliches. Weiß ich, die Leute, die das nicht kennen, was ist eine Hallig? Ich habe immer gesagt, eine kleine Insel. Das stimmt aber nicht. Das ist oben im Norden quasi, wenn man... auf diese kleinen Sandflecke fährt, wo da nur 5 Häuser draufstehen. Das ist eine Hallig, so genau, kann man so da gibt es eigentlich nur Schafe und 3 Häuser. Das ist wirklich so. Und in diesem Schafstall haben wir gespielt. Haben wir gespielt. Genau. Ja. Das war geil. Es war geil. Ja, da stehen auch wirklich coole Leute hinter. Am geilsten war ja wohl der Typ, der die Fähre gefahren ist. Weißt du das noch? Wie der auf einer Sandbank stecken geblieben ist? Ja, genau. Das ist hier so. Genau, geht gleich weiter, ist hier so normal, genau. Ja, 2 Stunden, trinken wir mal einen Flens, meint er so. Das genau. Super geiler Typ, ey. Mega. Ja, an dieser Stelle, also er wird wahrscheinlich nicht zugucken, Malte Jochimsen, derjenige, der das immer organisiert, der halt also auch dahinter steht, hinter dieser Geschichte, Kultur auf den Halligen. War ein cooler Typ. Mega geile Bands auch immer da, so Bands wie, keine Ahnung, Selig spielen da, Torfrock. Also viele Wacken-Bands und da merkt man da auch, wo so ein bisschen der Einfluss ist. Ne? So ein paar Wacken-Leute stehen dahinter, das ist eigentlich total geil. Ja, sehr, sehr cooles Event auf jeden Fall. Tobi, was geht bei dir? Da hinten brutzelt übrigens was. Was ist das? Ich fang gerade an zu weinen. Oh, Reis. Okay, Tobi hat Reis gemacht und ich darf das mal kurz zeigen in die Kamera, was du da Geiles gemacht hast. Das sieht ultra cool aus, Leute. Guckt euch das mal an. Sieht man das? Ja, ne? Bist du ein Angeber, der Typ, ne? Das ist echt... Tobi ist schon schwerer Gegner, ich sag's dir. Du bist auch wahrscheinlich so ein Küchenchef. Du würdest ein Restaurant aufmachen mit einem Teller, da ist dann irgendwie ich hab grad 5 den Rest Gramm Fleisch drauf, aber mit 43 Gramm... Butter, ne? Ja, nee, das heißt ja nur Butter. Dekoration. Was suchst du? Das schön aussieht. So ein Quatsch, moderne Küche. Braucht kein Schwein. Muss was drauf auf den Teller und muss schmecken. Der Chef. Wirklich wunderbar. Oh, vielen Dank für dein Follow, Emily Erdbeer, oder wie hieß das? Keine Ahnung. Emily Erdbeere 89, vielen Dank. Die sagt mir sogar irgendwas, die Emily Erdbeere. Oh, Nadine ist auch da. Bin dann auch mal da vollgefuttert und nicht mit Kochzubehör bewaffnet. Okay, dann guck einfach zu und lass dich inspirieren von diesen geilen Köchen hier heute. Übrigens, Dirk... Ja. Die Emily Erdbeere, die sitzt da vorne. Ah, verstehe. Okay, Prost. Mehr wollte man nicht sagen. Sie wollte ja nicht vor die Kamera. Genau.
So. Was ist denn jetzt hier? Wer macht die Verkostung und die Bewertung? Der Chef natürlich, ist ja klar. Ja, wir haben ja noch so ein paar Leute hier im Hintergrund sitzen, die mit Sicherheit auch mal ein bisschen essen. Der Chef fühlt sich wunderbar. Vielen Dank für dein Follow, Natjamarade oder Natjamaria. Möchtest du ein Uso? Dann kannst du besser lesen. Ich kann nichts mehr lesen, ohne Scheiß, ich bin blind, ohne Scheiß. Seht's mir nach, Leute, ich bräuchte eigentlich eine Brille, aber ich war noch nicht beim Optiker, ich brauche echt eine Brille, Leute, ey, das ist scheiße. Du bist so stark geschminkt, das alles. So, ich habe jetzt Zwiebel klein geschnitten für mein Bifteki. Kurzer Hinweis natürlich für die Leute mal da draußen, so kleines Basiswissen noch. Normalerweise geht man jetzt hin und für Frikadellen und so ein Kram und schwitzt die Zwiebeln vorher an. Warum? Fühlt sich wunderbar. Der Chef fühlt sich wunderbar. Irgendwas ist da noch gekommen. Guck mal, jetzt kannst du mich besser sehen, wa? Okay. Yeah. René hat mir seine, der Chef hat mir seine Lesebrille gegeben. Der braucht nämlich auch eine, aber. So, also nochmal. Zwiebeln anschwitzen, bevor man die ins Hackfleisch macht. Warum? Damit man abends, wenn man neben seiner Heiligen sitzt, nicht so viel rumfurzt. Ist das so? Ja. Tatsächlich. Hat er das gesagt, ist hat er halt gesagt. Anti-Poops, wenn man das macht. Anti-Poops, ja. Und soll auch angeblich hier und da wahrscheinlich ein bisschen besser schmecken. Tue ich jetzt aber nicht, weil erstens. Genau deswegen. Und zweitens. es schmeckt für mich ein bisschen besser, wenn es dann auch so ein bisschen Biss in so einer Bulette, in so einem Bremsklotz ist. Entschuldigung, ist geil, Chappi, wenn ich dich unterbreche, darf ich eine Frage stellen? Ja. Ich kenne Bifteki meistens mit Schafskäse in der Mitte. Ja, das mache ich ja auch. Das ist Bifteki gemista, beziehungsweise Bifteki mit Schafskäse. Alter, ich will eins haben. Ja, also egal wie, egal was die Mampfmaschine wegmampft, ich krieg ein Bifteki heute. Jetzt habe ich gar nicht drauf geachtet, wie lange mein Keto-Brot schon im Ofen ist. Wenn ihr das wisst da im Stream, wann ich das reingepackt habe, könnt ihr mal eben zurückspulen oder so. Ist ein Applaus wert, finde ich. Aber ihr habt das ja im Blick. Ich mach das eh alles meistens so. Ne? Pi mal Daumen und so ein Scheiß. So. Wie viele Minuten Zeit haben wir eigentlich noch für den Stream? Ich denke so 15 oder sowas. Kriegst du alles fertig? 15? Sag mal, wie spät ist es? Wir haben noch Zeit. Wir haben noch Hat noch jemand Ingwer für mich? Ich bräuchte ganz dringend noch Ingwer. Wir haben 45 Minuten gestreamt. Also hast du ungefähr eine halbe Stunde dein Brot drin. Würde ich jetzt mal schätzen. Ich wollte jetzt wissen, wie lange wir noch insgesamt haben. Wir haben, solange wir wollen. Solange wir wollen. Solange die Leute Lust haben. Da würde ich sagen, hauen wir uns jetzt mal ein Uso rein. Ja, da kann man nochmal ein Uso drauf trinken. Genau, da trinkt man ein Uso drauf. Wer trinkt mit? Nur der Dirk und ich, würde ich sagen. Ja, gib her. Komm, her mit dem Scheiß. Sonst gibt es heute nichts mehr mit dem Indischen. Was ist denn mit dem René? Will der René vielleicht auch mal einen mittrinken? Wo ist denn die Mampfmaschine? Hallo, bitte. René! Mampfmaschine bitte zum Uso fassen. Wo ist denn sein Glas hier? Ah, da. Genau. Oh, Vorsicht. So. Wo ist denn die Mampfmaschine? Jetzt muss ich mal gucken. Einmal Uso fassen bitte. Einmal zum Uso fassen. Was hast du da jetzt? Eine Soße? Oder? Also das habe ich eben gezeigt. Zeig das mal in die Kamera. Habe ich eben schon. Das ist der Knoblauch nur mit Olivenöl gemischt. Der kommt gleich quasi. Ja, guck mal, hier, der Chef ist da. Sasiki. Also jetzt gibt es erstmal ein Uso. Hallo, Ren. Ne, ich mach's nicht nochmal. Aber nur wenn es sein muss. Ja, aber du auch, ne? Dirk? Ich auch, natürlich. Aber das dürfen wir doch eigentlich gar nicht. Das ist Wasser. Und der Tobi darf dann hinten in Ruhe kochen. Was wir eigentlich nicht dürfen, wir ist Gläser tauschen, aber mittlerweile ist mir egal, was da drin ist. Wir verschaffen dem Tobi gerade einen Vorteil quasi, weil der kann jetzt schön in Ruhe kochen da hinten, während wir hier den Oso trinken. Kann also hier wird mit sein, allen Mitteln wird hier geschafft. Jammers. Jammers. Auf gute Freunde. Man auf darf die gute, Alkohol nicht gute holen bei Twitch, aber egal, scheiß drauf. Ich drehe mich extra um. So. Das war nur Wasser. Okay. Es schmeckt ein bisschen wie Mundwasser. Ich muss das Buch nochmal richtig gerade legen. So, ich was hast du gehört? Du hast mich gehört. Mhm. Achso, und deswegen bist du gekommen. Ich war gerade im Nachbarort. Im Nachbarort. Hab dich gehört. Ich war gerade im Nachbarort. Ja, siehst du mal. Oh, Tobi, das sieht gut aus in deiner Pfanne. Das stimmt gar nicht. Was machst du da? Oh, riech mal. Und? Oh. Wow. Also das Brot ist ja schon jetzt der Knaller. Leider geil, ich muss sagen. Aber was der Tobi da macht, ist leider auch... Boah, ich weiß gar nicht, was ich dann zuerst probieren soll, ohne Scheiß.
Knaller. So. Eine Lesebrille mittlerweile, Tobi. Also. Ich habe schon gemerkt, dass ich so ganz nahe Sachen nicht mehr so gut sehen kann. Wenn ich also ja, so ein Splitterchen im Finger habe oder sowas, das geht irgendwie gar nicht. Da brauche ich dann so eine Lupe. Uso, der knallt aber. Fuck, ey. Nein, der knallt überhaupt nicht. Ich erzähle da nichts. So, ich pack noch mal so ein bisschen Wasser. Ich glaube, der René muss gleich weiter moderieren. Das, oh, alter Schwede. Ich habe euch gesagt. Hey, Corinna Klein ist am Start. Du kriegst einen Applaus extra von uns. Die kommt nämlich gerade vom Nachtdienst. Ja, vom Nachtdienst? Oder Spätdienst. Scheiße, ey. Ich wollte sagen, wie spät ist es denn jetzt, ey? Gott der Keine Ahnung. Hi, Corinna. Egal, von welchem Dienst du kommst, cool, dass du da bist. Ich bin besoffen, also mach dir nichts raus. Jetzt schon, ist ja unfassbar. Ja, kannst du das bitte in die Spüle reinlegen? Das wäre nett von dir, vielen Dank. Hätte ich das gewusst, dann hätte ich da gar nicht mit angefangen. Aber jetzt wird es, glaube ich, viel interessanter. Ja. So, in der Zeit, damit es nicht zu peinlich wird, erzähle ich mal von unserer Tour. Ja. Hamburg, Hameln. Hamburg-Hameln war ein geiler Gig, oder? Mega, mega. Geil. Also Hamburg war schon cool, aber Hameln hat irgendwie alles weggeschleppert. Genau, das zeigen das wir euch so jetzt fett. Mal. Alles klar. Also und wir haben uns geliebt, ne, wir zwei. Wir haben uns geliebt. Seht ihr auch jetzt. Seht ihr jetzt. So, Avarium am Start hier. Hi. Geh mal nicht auf den Zeiger, Alter. Verpiss dich einfach. Warte, ist nicht so gut. Mein Tarn ist halt auch nicht so wirklich das, was man mal so Alltagstarn plus nennt, aber es geht. Auf jeden Fall sehe ich besser aus als du, das ist schon mal gut. Hallo, guten Tag, wir sind ja heute in Sumpfblume in dem Club Hameln und wir freuen uns tierisch heute Abend hier das Ding auf links drehen zu können mit der Melkmaschine und Aquarium. Aber der Chubby eigentlich auch, weil der Chubby, der sieht mindestens genauso, genauso gut aus. Genauso geil aus und heute wieder wie ein Panda-Bär. Ich freue mich, dir. Also eigentlich... Dam, 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 dam. Die Erde steht still. Werde dir jetzt vergeben. Die Erde steht still. Zwei Sekunden für ein Leben. Wow, wenn man die Bilder sieht, aber oder? Scheiße. Ey. Was eine geile Zeit. Es wird Zeit für Konzerte wieder. Auf Alter, jeden Fall. Schwede. Ja. Boah, also so richtige Konzerte, weißt du, so mit... Ja, mit Ringelpiez, mit Anfassen. Mit Anfassen und so, ja, ich wollte es gerade sagen. Wie ich halt gestern auch auf der Bühne gesagt habe, erstmal am Anfang 3 Stunden langweilen, dann 1 Stunde oder 1,5 Stunden fette Show und danach 3 Stunden saufen. Super. Ja. Ja. Also eigentlich wie hier gerade, oder? Nur ohne die Mucke. Voll gut. Tobi, was machst du gerade? Ich werke hier immer noch in meiner Suppe, wollte ich gerade sagen, an meiner Soße rum und werfe hier so allerlei Ingredienzien hier in den Zaubertrank rein und versuche zu retten, was zu retten ist. Da hinten gibt es schon Reis und später kommt noch das Fladenbrot in den Ofen. Und ich glaube, ich zeige das mal. Also, Freunde, Tobi hat auf jeden Fall schon mal Reis gemacht. Ja. Bisschen wenig, finde ich, oder? Für 1, 2, 3, 4, 5 ganz viele Personen. Und, Ich jetzt auch schon gegen mich, oder? Nein. Habe ich dich jetzt auch schon gegen... Eine richtig geile Soße, ey. Das riecht auf jeden Fall also mega ganz fett. Ehrlich, und der Scheiß, Geruch hier, das ist schon... Da geht mir auch tatsächlich ein bisschen einer ab. Das ist richtig geil, Alter. Das ist schon geil. Wow. Ja. Wow. Ich finde, Kochshow ist schon geil. Macht Spaß, auf jeden Fall. Ja.
Achso, ich habe noch vergessen. Achso, Moment, stopp. Ah! Ich glaube, das sieht gut aus, ne? Das sieht gut aus. Das sieht echt gut aus. Oh, Alter, das riecht auch gut. Riecht geil, ne? Ja. Also muss ich noch dazu sagen, dieses ketogene Brot war ja die beiden Käsesorten, also Mozzarella und Parmesan. Dazu kamen halt zwei Eier und Oregano und Salz und Knoblauch. Und das Ganze vermischt und dann in drei Fladen. Und dann war es das schon. Und dann ist Corinna fragt, die ist ja später gekommen, was es zu essen gibt. Chappi, bei dir gibt's? Bei mir gibt's eine mediterrane Platte, ein bisschen griechisch, Beefsteaki. Dazu gibt's ein ketogenes Brot von der Dina Stricker, die dieses Buch geschrieben hat. Dann gibt's einen selbstgemachten Tzatziki. Und am Ende, dann versuche ich noch einen gegrillten Salat darauf zu ballern. Genau. Okay, und was macht Tobi? Bei mir gibt's ein indisches Butter Chicken und auch ein Fladenbrot dazu. Dazu gibt's einen ganz normalen Reis. Und es soll später auch noch eine Minz... Also einen Minz-Dip dazugeben. Mal gucken, ob ich das noch hinkriege heute, nach diesem langen Tag. Glaube ich meine. Aber ich sehe gerade, du machst gerade die Fladenbrote, oder? Ja, ich habe gedacht, zeig mal her. Was ist das für ein Teig? Das ist ein Fladenbrotteig. Der besteht aus Mehl, aus ein bisschen Joghurt, Milch ist da drin. Habe ich die Milch reingetan? Ich glaube schon, ich habe es gesehen. Ja, sehr gut. So. Fühlt sich ein bisschen klebrig an. Das wird gleich schön ausgerollt und dann kommt das unter den Grill. Zeig doch mal einen in die Kamera, dass die Leute sehen können. Genau. Okay, das wird Fladenbrot. Ja. Das wird sehr geil. Ausgerollt. Was ja auch super geil bei... wenn du das mal ausrollst gleich? Ja. Ne? Du willst heute nicht, ne? Der Dirk hat sich heute fein... Ich bin fein raus. Ich bin raus. Ich muss Chat betreuen, so tschö. So. Ja, Corinna, das wird mega lecker. Ich hoffe, ich krieg was ab, wenn die Mampfmaschine nämlich erstmal am Start ist, dann. Oh, das riecht so lecker nach Minze hier. Ja, ich zerkleinere gerade die Minze für den Tzatziki. Geil. Und das ich riecht schon so ziemlich wie. Kennt ihr das? Also ich weiß nicht, wie alt ihr seid, aber früher so in den 80ern und auch frühe 90er gab es auf der Straße immer so Kaugummiautomaten. Ja. 10 Pfennig rein. 10 Pfennig. Da musste man so drehen. Genau. Ne? Kennt ihr doch. Dann kam ein Pfefferminz raus. Groschen wurde das auch genannt. Genau, richtig. Und das riecht so ein bisschen wie dieses hier Wrigley's Spearmint Gum. Mm. Lecker. Übrigens, das, was ihr hier vorne seht, Corinna, auch für dich, das sind die Spieße, die der Tobi schon gemacht hat. Die sind mariniert. Ja, die warten auch sehnsüchtig darauf. Oh, das riecht bis hierhin. So geil, nach Ingwer und Knoblauch und geile Gewürze und so. Mann, 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 Mann. Die versifften Automaten. Geil. Schreibt die Corinna. Was sagt ihr? Diese versifften Automaten von früher, die kennst du. Ja, genau, genau. Was ja heute undenkbar ist, aber die gab es halt damals. Richtig, richtig, richtig. In den früheren Zeiten. Wir sind ja schon ein bisschen älter, ne? Ja. Deswegen. Das ist wahr. So, ich glaube, ein bisschen Minze kann noch rein. Das muss ich mal eben kurz probieren. Hallo, ich habe ja nicht viel Hoffnung, aber jetzt habe ich mal probiert. Und doch ganz lecker eigentlich. Vielleicht habe ich ja Glück. Boah, ich habe definitiv zu viel Knoblauch. Mögt ihr eigentlich Koriander? Ich habe den Tzatziki gepackt. Obwohl, zu viel Knoblauch gibt es ja eigentlich nicht, ne? Genauso wie mit Käse überbacken. Findet ihr das auch immer total witzig, wenn in so einer Angabe steht, mit 60 Gramm Käse überbacken? Viel zu wenig, denke ich oder? Mir auch, die haben den Null vergessen. Irgendwie so. Ich backe auch Käse, ey. Immer mit Käse. Ja, echt, ey. Ganz ohne Scheiß, also Käse geht, kann man nicht genug. Entschuldigung. Oh, das sieht profimäßig aus hier, was du da machst. Ja. Ich habe heute Nacht schon davon geträumt, dass er vielleicht so einer sein könnte, der so ganz schnell die Zwiebeln schneidet. Und so mega schnell. Ich habe gerade einfach nur schnell hier draufgehauen, so wie jetzt gerade. Aus! Nein, Scherz, alles gut. Ich bin ein Blender. I'm a Pretender, Baby. So, das ist jetzt drin. Jetzt kommt noch ein bisschen Salz. Wo ist denn das Salz? Achso, das war hier vorne. Aber. Genau. Ich habe ein bisschen Koriander geschnitten. Genau. Corinna, zu viel Käse gibt es nicht. Sehe ich auch so. Ja. Richtig. Ey, wenn ich noch ein Uso trinke, Alter, dann falle ich hier echt um. Das machen wir gleich später, aber zuerst schneide ich eine Zitrone. Ein bisschen Zitrone. Mit dem Hänzlermesser. Mit dem Hänzlermesser. Steffen Hänzlermesser. Ja. Steffen, wenn du zuguckst, was du bestimmt nicht tust. Nein, macht er nicht. Die Kohle für die Werbung kriege ich dann später von dir. Ja, danke. Wir haben. Kommt ein bisschen
Lemon quasi. Erzähl doch mal jetzt, was ist da genau drin, alles? Also am in diesem Tzatziki. Ja. Ja. Was ist da alles drin? Nur, ja, Gurke, habe ich ja gerade eben erzählt, habe ich ja gezeigt. Am besten so unwässrig, wie es geht, das heißt ein bisschen abtropfen lassen. Kleingeschreddert, dann Knoblauch gepresst mit Olivenöl. Dann kommt Dill da rein. Dill? Dill. Entschuldigung, ja, der Uso. Da kommt Minze rein und dann als große Basis natürlich Joghurt. Und zwar den richtigen. Den griechischen Joghurt, natürlich. Genau. Und übrigens, was ich euch auch mal gerade zeigen muss, hier wird standesgemäß Fladen gerollt. Zeig ja. nochmal, wie du das machst. Mit der Weinflasche oder was auch immer das für eine Flasche ist. Ja, sieht, das habe ich von dir gelernt. Vor ja, zwei sieht, sieht wie eine Alkoholflasche aus, also du machst alles richtig. Also Rockstars kochen mit ganz Alkohol. So. Ja. Gibt den besonderen Flavor beim Ausrollen, wenn man mit einer Alkoholflasche rollt. Aber ist natürlich kein Alkohol, wir dürfen ja bei Twitch nicht dem Alkohol frönen, ja, habe ich gelernt. So, ich ziehe jetzt mal die Brille vom René an, so, dann sehe ich nämlich auch mal was. Wie findet ihr mich eigentlich mit Brille, Leute? Also, man sieht wirklich besser, muss ich sagen. Echt? Ja. Ich kann sogar die Minz, hier das Ding da in dem Teig sehen. Ist das Minze? Das ist schon... Das könnte eine Fliege sein. Das ist Fliege, schon widerlich okay. Knoblauchig hier. Oh, wei, oh, wei. Nee, Brille ist irgendwie... Ah, oh, scheiße, ey. Was hast du gemacht? Ups. Kommst klar oder brauchst du ein Bett? Ja, ich weiß auch nicht. Und seid ihr noch alle froh? Ich mach noch mal ein bisschen Minze rein. Das ist mir noch ein bisschen zu viel Knoblauch. Machst du gute Chatbetreuung heute, Dirk? Ja, der Schubschnubbi82 schreibt, ich find's ja geil, dass der Gastkoch ein Headset hat und Dirk und Tobi eine Handgurke mit Kabel nutzen. Ja, da sieht man mal wieder, wer hier die Kohle verdient. Also, da muss ich vielleicht auch eben... Geiler Spruch. Also, du kriegst auf jeden Fall schon mal die Gummipunkte für heute Abend, Junge. Super geil. Wenn du jetzt hier bist, komm dir gleich einen Teller abholen. Ey. Aber, hör mal, das ist ein teures Sennheiser-Mikrofon. Also ich glaube, die Mikros hier von Sennheiser, deins die waren wahrscheinlich Quelle, teurer oder? Als das Headset. Aber nein, das Headset hast du doch beim Autokatalog bestellt. Also wir sehen. Nein. Das kommt doch aus Zeiten, als du Drummer warst, oder? Ja, ich war mal in einer Phil Collins Tribute Band. Und irgendwann mal habe ich mir gedacht, kein Bock mehr auf Phil Collins. Und dann war ich bei den Backstreet Boys. Everybody, yeah. Nein. Ich habe mir dieses Mikro tatsächlich geliehen. Und zwar von einem Schüler von mir. Da weißt du, wo die Kohle hingeht. Ein Schüler von mir, ein Gesangsschüler von mir. Der Mann ist zwar schon ein bisschen älter und macht mittlerweile Singer-Songwriter-Kram. Hat diese Gesangswarze mir geliehen. Also das ist nicht meine. So viel Kohle habe ich jetzt auch nicht. Ist auch die Gesangswarze. Schön. Man merkt, der Uso... Oh, ich muss jetzt langsam mal die, den Käse Wirkung. Rausholen. Habe ich mal eben so einen... Genau. Einen Handschuh oder sowas? Oder haben wir sowas? Ein Handschuh? Alter, wir ja. sind Rocker. Du bist ganz schön mutig nach dem vierten Uso, mein Freund. Ja, du bist selbst schuld, wenn du mir so viel Alkohol gibst. Ah, oder? Guck oh, mal. Oh, gib mal die Kamera. Nee, so, der Handschuh ist mir zu dünn. Ja. Freunde. Vorsicht, Achtung, heiß. Das sieht leider scheiße lecker aus. Ja, das sieht gut aus. Vielleicht ein bisschen zu lang, aber egal. Nee, das ist gut. Lass so. Es einfach mal da mal. Ah, ich muss jetzt ein bisschen abkühlen. Und ich sehe was beim Tobi. Der hat ein ganz besonderes... Kann ich das so stehen lassen, oder? Ja, geht er. Okay. Hier, ich sehe gerade was beim Tobi. Der hat ein ganz besonderes Gewürz hier verwendet. Kümmel. Das finde ich übrigens auch sehr geil. Schwarzkümmel, ja, ja. Ganz genau. Also in indischen Gerichten, Alter, ich habe schon Sprachverlust hier. Schwarzkümmel. Ich platz gleich. Hört jetzt auf, sonst kriege ich das Ding ja nicht fertig, das Gericht. Verdammt nochmal, wo bin ich denn jetzt ich überhaupt dran? Ich mache jetzt hier Löcher in das Fladenbrot rein, damit so. Das nicht so... Übrigens, der Tzatziki ist fertig. Das ist schön. Wenn ihr mal probieren wollt, aber keinen Bock auf Knoblauch habt, dann lasst es. Boah, da ist Knoblauch okay. drin wie Sau. Weil ich darf mal probieren, oder? Tierisch, ja, ja, der ist super. Aber sei ehrlich, ja. Ne? Nicht jetzt irgendwie oder so. Man muss natürlich versuchen, die Haare nicht mitzunehmen. Und nicht auf meinem Kabel stehen, Alter. Kann den mal jemand austauschen hier? Nein, das geht ja mal gar nicht.
Nein, das war ein Scherz. Entschuldigung. Ja. Es ist lecker. Ja? Das freut mich. Es ist lecker. So, jetzt wäre ich soweit für das Hackfleisch. Wer hat mit dem Uso angefangen eigentlich, by the way? Du warst das, oder? Könntest du mir einen Gefallen tun? Ja, was denn? Kannst du dich mal bitte bücken? Natürlich, Schatz. So? Da. So. Da vorne. Da. Da. Achso, Kühlbox. Es tut mir leid. Ich wusste es nicht. Ja, genau. Da einmal aufklappen und, ja, genau. Nee, andersrum. Andersrum. Ja. Auf. Und da unten ist Hackfleisch. Wenn du mir das eben kurz angeben könntest, fände ich das sehr, sehr nice from you. Entschuldigung an alle Veganer. Ja. Entschuldigung. Übrigens finde ich auch, kann man ruhig mal drüber sprechen. Ich finde, Leute, die sich für vegetarisch und vegane, veganes Essen einsetzen, finde ich super. Das tue ich halt auch des Öfteren schon mal, aber. Aber heute nicht. Ich mag halt auch, heute nicht. Ich mag halt auch Fleisch, aber es muss halt auch gutes Zeug sein, wie ich finde. Ne? Es sollte halt nicht zu. Habe ich schon gesagt, dass ich das nächste Mal lieber Rührei mache. Rührei? Aber das sieht sehr lecker aus, ohne Scheiß. So. Ach, schön. So. Das ist auch irgendwie so schwer, alle Zutaten so hinzukriegen, dass sie dann gleichzeitig warm sind. Mein Reis ist jetzt zum Beispiel seit einer halben Stunde fertig und kalt. Und der Rest geht ich esse auch kalten Reis. Ofen. Die Mampfmaschine auch, okay. Weiß ich. Auch geil ist, dass mein Hackfleisch hier gefroren ist. Unfassbar. Ich hab das. Deine Kühlbox ist zu gut. Die Kühlbox ist einfach mega. Hey, wir wollten noch so eine Minzsoße machen. Willst du mir nicht auch mal helfen? So ein Nein. bisschen. Also, der Chubby ist so gut. Ich glaube, ich brauche ein bisschen Unterstützung von dir. Echt? Vorhin hast du Unterstützung? Alter, ganz ehrlich, das, was du da machst, da habe ich eigentlich jetzt schon drängt. Verloren. Also, ohne Scheiß, Tobi, nicht immer unter den Scheffel stellen, das ist schon. Nee, also der Geruch alleine, aber. Es ist schon. Kann ich jetzt nicht mehr viel machen heute, habe ich so das Gefühl. Kann man das anfassen? Ja. Also ich zeige euch jetzt mal diese Pfanne hier, Freunde. Ja. Das ist schon. Warte mal. Ups, Vorsicht. Darf ich auch mal? Ja. Wir können aufhören. An dieser Stelle vielen Dank fürs Zuschauen. Ich habe verloren, aber das ist schon... Was hast du da reingemacht? Das ist ja der Knaller. Wow. Aber es ist auch nett scharf. Aber nett. Es ist geil scharf. Ohne ja. Scheiß. Es ist scharf. Ich mag auch nicht so sehr scharf, deswegen... Das ist cool. Aber es ist cool zündet scharf. Ein bisschen. Es zündet ein bisschen. Ja. Hinterher. Ja. Oh, vielen Dank. Einmal trinken donated. Vielen Dank. So. Sehr, sehr nett. Das ist echt scheiße lecker. Oh, das ist mega. Ich verbrenne mich hier gerade. Definitiv mega. Übrigens, wenn man sich verbrennt, immer ans Ohrläppchen halten. Das hat mir meine Mutter damals beigebracht. Hm? Und das funktioniert. Oder in den Po stecken, das geht auch. In den Po? Hm. Direkt. Das mache ich nicht. So schnell bin ich auch nicht. Ich mache jetzt mal die Pfanne wieder auf den Herd, damit der Tobi nicht mit mir schimpft. Ja. Aber ey, das ist echt lecker, Leute. Ohne Scheiß. Das ist lecker. Wirklich cool. Mega. Ich freue mich mehr auf dieses Essen als auf dieses, was ich hier gerade am Kredenzen bin. Ich freue mich auf beides. So, also sagen wir, ich freue mich auf beides, sollte die Mampfmaschine nicht alles vorher weggegessen haben. Ja, das stimmt. Weil der darf ja probieren. und wir kennen ja unsere Mampfmaschine. Mhm. Das wird ein hartes Urteil auf jeden Fall. Also ja. Der ist auf jeden Fall sehr kritisch. Das stimmt. Ja. Das ist er. So, beim Tobi gibt es hier noch Fladenbrotbällchen. Die darf ich mal hier drauflegen vielleicht. Damit du Platz hast, ne? Damit ich Platz habe. Vielleicht mache ich dir mal Platz, oder? Ich habe schon echt Hunger, Leute. Minze und Koriander klein schneiden. Warte, ich geh dahin, du gehst hier hin? Ja. Ja, wir tauschen mal Plätze. So. So. Bitte, Messi, könntet ihr die Rezepte nachher posten? Hört sich alles sehr geil an. Wir versuchen es auf jeden Fall. Ja. Im Anschluss dann in den Tweet bei Facebook die Rezepte dann noch zu posten. Wir machen das immer nachträglich, weil es ein bisschen Arbeit ist, den ganzen Kram aufzuschreiben, aber das machen wir auf jeden Fall. Ja, das wäre Koriander, aber ich glaube, es ist Petersilie. Lass mal gucken. Darf ich mal? Ja, das ist Petersilie. Nee. Mann. Doch, das ist alte Petersilie. Alte Petersilie? Nee, es ist Koriander. Doch, es ist Koriander. Es ist Koriander, ja. Doch.
Nee, der ist funktioniert schon. Anni Seiner fragt, wann es Pfannkuchen gibt. Pfannkuchen? Wäre auch mal was. Übrigens, fahr zu deiner Oma. Das Lustige ist, dass wir versuchen müssen, die dann hochzuwerfen und dass wir die wahrscheinlich dann nicht. Nein, Scherz. Ey, da habe ich noch eine Geschichte. Meine Oma, ja, die leider nicht mehr unter uns weilt, hat früher immer Kartoffelsuppe mit süßen Pfannkuchen gemacht. Und das ist lecker. Kartoffelsuppe mit süßen Pfannkuchen. Ja. Ohne Scheiß. Wie ist das, was es in Österreich immer gab? Frittaten, ne? Das ist doch auch so ein Pfannkuchenteig, der in die Suppe reinkommt. Ja. Tja, ich werde jetzt hier mal die Minze ein bisschen malträtieren. Chris rollt, dass er sagt, wir hätten vorgeglüht. Nein, haben wir nicht. Wir vertragen nichts mehr. Nee, wir sind das einfach nicht gewöhnt. Da kommt er an mit einem Uso. Wir sind alte Männer. Wir haben nichts auf der Pfanne. Ja, genau. Es gab jeden Tag nur Wasser und Kaffee. Was man schon so leisten konnte. Aber der Uso hat Bitter Messi sagt, es wird Zeit für ein Uso. Nein. Weil jetzt habe ich das Problem, ich muss hier gerade schneiden wie Sau. Jetzt gibt es keine Uso. Moment. Außerdem darf man nicht. Und das ist auch irgendwie, das ist nicht cool, wenn man dieses Trinken so verherrlicht. Das macht einfach nicht. Nein, das darf man auf Twitch vor allen Dingen nicht. Aber wir trinken ja Wasser. Der Genießer schweigt ja auch. Genau. Außerdem ist es ja nur, es gehört ja zum Kochgang mit dazu, ne? Übrigens, ihr seht das gerade nicht, was ich hier mache. Das ist eigentlich total ridiculous, aber ich schneide gerade das Hackfleisch, also das, diese abgefrorene Kühlbox einfach so geil war, oder? Kann das sein? Unfassbar. Ja, ich habe auch noch so Kühlakkus mitgenommen aus dem Eisfach und habe die da draufgelegt. Irgendwie ist das Hackfleisch jetzt ein bisschen zu sehr angefroren. Das heißt, es wird noch ein Weilchen dauern. Wie spät ist es? Kann mir jemand mal die aktuelle Uhrzeit durchgeben, bitte? Die aktuelle Uhrzeit ist 21.42 Uhr. Oh, das ist nicht mehr viel Zeit. Doch, das ist noch genug Zeit. Handschuh? Hier. Direkt vor mir. Oh, das riecht gut. Eieieiei. Alter! Boah, das riecht geil. Das riecht verbrannt. Ja, das sind nur die Holzdinger. Die verbrennen. Das Fladenbrot ist echt verbrannt. Mega. Was ist denn da los? Zeig das mal in die Kamera. Zeig das mal in die Kamera. Leute. Oh, ja, das ist ein Knaller. Wie der Röstaroma. Oh, doch, das ist schon, Ich glaube, ich tue das mal auf den Teller, oder? Die Brote. Brote vom Chappi, Brote von dir. Ja, die muss ich gleich noch schneiden. Du musst aufpassen. Das muss erst gut abkühlen. Freunde, ich zeige euch jetzt mal die Brotplatte. Einen Moment, ich lege mal das Mikro weg. Mach das mal. Yes. Et voilà. So sieht die Heldverium-Brotplatte aus. Genau. Herdmaschine und... Oh, Vorsicht, nicht anbrennen. Alter, du kriegst kein Uso mehr. Der räumt eigentlich die Küche nachher auf. Ja, echt, ey. Hab ich ja eben schon gefragt. Haben wir ja nicht irgendwie jemanden, der mal zwischendurch in der Werbepause sauber machen kann? Werbepause? Ja. Apropos Werbepause. Wir machen Werbung. Für was? Kauf dieses Buch. Keto Rockt von Dina Stricker. Geiles Rezeptbuch für eine richtig gute Ernährung und richtig gutes Zeug. Kann genau. Ich nur empfehlen. Okay, und während ihr jetzt noch am Kochen seid, machen wir mal eine kleine Pause. Yes. Und räumen hier ein bisschen auf. Und werden wieder nüchtern, oder? Und trinken noch einen Uso. Und zeigen euch mal unsere letzte Single, würde ich sagen. Viel Spaß. Das war nicht okay.
hab dir Unrecht getan. Was soll ich noch sagen? Ich kann nichts mehr tun. Außer mich bei dir zu entschuldigen. Du kannst mir nicht verzeihen. Okay. Ich verstehe das. Wie sollst du mir je wieder vertrauen können? Ich weiß ja nicht mal, ob ich mir selbst noch trauen kann. Ich bin ein Mensch. Ich bin ein Mensch. Nicht immer stark und gut, auch schwach und voller Wut. Ich bin ein Mensch. Ein gottverdammter Mensch. Ich bin ein Falls es dir
I'm standing here at the lighthouse, looking out for you. All I can see are dark clouds, shadows haunting me. Gottverdammter Mensch von Heldmaschine und Safe Harbor, eure aktuelle Single, ne? Was für ein geiler Song. Also, Gottverdammter Mensch, meine ich natürlich. Okay, sehr geil. Während wir eine kurze Pause gemacht haben, haben wir natürlich erstmal ein bisschen Uso getrunken. Das muss ja sein, ist ja klar. Ich habe mich geschnitten
Und? Wie viele Runden haben wir gehabt? 3 oder so, gell? Ja. Und der liebe Chubby, der macht hier gerade die Beeftekis fertig. Kannst du das gerade in die Kamera zeigen? Boah. Und mal zeigen, das ist, sieht jetzt aus wie Schmodder mit Schlotze, aber es wird was Geiles. Das ist halt quasi der Teig, also der Fleischteig. Absolut geil. Ganz, ganz viele geile Zutaten drin, unter anderem Kreuzkümmel, Oregano. Salz, Pfeffer sowieso. Und das, was richtig geil ist, haben wir eben schon vorher darüber unterhalten, was in viele, viele, viele Gerichte reingehört, meiner Meinung nach. Zimt. Oh, braucht ja. man nicht nur zum Backen, sondern auch für deftige Speisen. Aber dann wirklich nur ein ganz klein bisschen. So eine Messerspitze reicht dann, so ein bisschen für dieses Aroma zu sorgen. Das ist dann quasi der Horizont, der sich dann ein bisschen erweitert. Der Geschmackshorizont. Mega geil. Übrigens, Kreuzkümmel, eins meiner Lieblingsgewürze übrigens. Sehr, sehr geiles Zeug. Dann hast du hier noch Schafskäse klein gemacht. Ja, das kommt gleich für die Füllung. Gleich. Ja, genau. Genau. Wird als Füllung benutzt, nehme ich an. Ja. Und der Tobi, zeig mal her. Oh, das sieht leider geil aus. Hm. Leute, guckt euch das an. Das sind die Spieße. Du bist ja schon fertig. Ist ja voll quasi direkt aus dem Ofen. Ich bin ein bisschen zu früh gekommen. Ja, du bist zu früh. Das wird noch ein bisschen dauern bei mir. Okay, sehr, 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 sehr geil. Dann die Soße bei dir. Vielleicht zeigen wir die nochmal gerade. Die hatten wir ja schon mal, aber ich finde die so lecker. Alter Schwede, das ist so geiles Zeug. Das kommt dann, das kommt aus Hühnchen, oder? Ja, da genau. kommt gleich das Hühnchen rein. Das Hühnchen kommt da rein, dann kommt das Hühnchen rein. Dann wird das alles verschlotzt miteinander und dann kommt es zum Reis dazu. Und dazu was gibt's halt das Verschlotzen? Ah. Schlotzi, Schlotz. Schlotzen. Es muss schlotzig sein. Du kennst ich das nicht. Ich blute hier alles. Ja, dein Finger ist schlotzig zum Beispiel. Alter, ey, ich bin hier. Ich habe nämlich gerade. Entschuldigung, Tobi. Ich habe nämlich gerade ein bisschen beim Saubermachen geholfen und dann habe ich natürlich überall rumprobiert und natürlich habe ich mich geschnitten dabei. War ja klar. Also einer musste sich ja schneiden. Ihr habt es ja schon gesagt. War ein bisschen zu scharf, das Essen. Es war ein hat er sich scharf, geschnitten. Genau. Aber ihr habt es ja vorhin schon gewusst, ne? Dass sich einer schneiden wird. Ist passiert. So. So, die Veganer unter euch und die Vegetarier, natürlich müsst ihr jetzt gerade hier auch wegschauen bei dem Fleisch. Das, oder ich sag mal, ist für viele jetzt nicht angenehm. Aber das, was ich jetzt mache, ist für Veganer und Vegetarier richtig unangenehm. Der Chef fühlt sich wunderbar. Das Fleisch so malträtierst, oder? Oh, vielen Dank für dein Follow, FR Schreiber. Dass ich das so malträtiere, ist natürlich normal. Das kann man ja tun mit der Hand. Aber das ist jetzt die rohe Hackfleischmasse. Und jetzt mache ich dieses. Probierst hier. Das natürlich, na klar. Du willst ja wissen, ob es richtig gewürzt ist. Geil, man kann diese Brille vom Chef, das ist übrigens dem Chef seine Brille, die habe ich bekommen. So. Die kann man auch als Lupe benutzen, das ist total geil. Also wenn man die so quasi, ne? Das ist krass, ne? Funktioniert wie eine Lupe, voll geil. Vielen Dank nochmal an die Mampfmaschine. Geht mal ein bisschen Salz. Nathalie! Boah, vielen Dank, Wahnsinn. Danke. Krass. So. Mein Finger ist blutet immer noch. Also, es ist schon geil mit dem Hackfleisch, aber es fehlt noch ein bisschen Salz. Und dann ist es bereit. So, jetzt müssen wir mal gucken. Die Pfanne. Was ich bei dir geil finde, ist, dass du ja auch so eine richtige Partyportion machst, ne? Ja, ja. Ich habe irgendwie so gerade mal zwei Leute vielleicht. Wir haben ich glaube, du hast anderthalb Kilo Hackfleisch. Wir haben ein paar Leute hier sitzen, da habe ich mir gedacht, die müssen ja satt werden. Die müssen ja nicht nur gucken. Ne, darum geht es auch beim richtigen Kochen, dass man irgendwie auch eine richtige Menge und... Außerdem, also der Dirk muss auf jeden Fall gleich mal was essen, habe ich das Gefühl. Ja, ich glaube auch. Findest du nicht auch? Ja, wir brauchen mal ein bisschen Grundlage. So, das Gute ist, dass das Hackfleisch jetzt so schön kalt ist, weil normalerweise, wenn man das Hackfleisch... Oh, ich bin echt so voll der Möchtegern-Hänsler. CR079397. Leute, lasst euch doch mal gescheite Namen einfallen. Das kann doch kein Schwein lesen. CR7? Ja. Hat übrigens gesagt, Uso hilft auch gegen Wunden. Was machen wir jetzt? Ich weiß auch nicht. Mit Uso da rein und dann... Sie baden gerade ihre Hände drin. In Geschirrspülmittel? Ja. Nein, in Uso. Nein, 80er in Jahre Uso. Kinder wissen Bescheid. Genau. Scheiße, jetzt wissen alle, wie alt wir sind, weil wir diese Werbung noch kennen. Die kennt Werbung ihr das kennen übrigens wir noch? Palmoliv. Ja, genau. Geschirrspülmittel war das, ne? Ja, genau. Und Twix ist ja auch eigentlich Raider. Twix war früher Raider, ja. Ja, es ist. Kann mich auch. Oh, Entschuldigung. Darf ich da probieren? Darf ich das probieren? Ja. Okay. Ich esse jetzt rohes Fleisch, Entschuldigung. Kann man also alle Veganer weggucken? Kann man aus Brot schmieren. Alter. Geht? Boah. Fehlt noch was? Der Chef fühlt sich wunderbar. Das ist ein Pflaster, guck mal.
Wow, ich habe ein Pflaster bekommen, Freunde. Warte, ich leg mal das Mikro da weg. Es ist eine Spitzencrew gerade hier im Backstage-Bereich, im Background. Vorsicht. Dankeschön. So. Danke für das Pflaster. Sehr cool. So. Ey, Carmen kennt die Werbung und ist erst, was hab ich gelesen? 21. Du kennst die Werbung mit 21. Echt jetzt? Krass. Ja, wenn das die Carmen ist, die ich kenne, Wahnsinn. Dann weiß ich, dass sie ganz großer 80s-Fan ist. Dementsprechend weiß sie das. Oder ich der Palmolive-Werbespot. Hier, euer genau. Keyboarder hat den Palmolive-Werbespot in den Chat getan. Sehr Wer schön. Von euch kennt denn noch Meister Propper? Meister Propper. Propper putzt so sauber, dass man sich drin spiegeln kann. Und die zwei, die kennen sogar das HB-Männchen noch. Dafür bin ich ein bisschen zu jung. Sie müssen nicht direkt an die Decke gehen. Rauchen Sie eine HB. Genau. Ich brauche echt so eine Brille, ohne Scheiß. Fuck, ey. You definitely. Ich brauche ein bisschen Wasser gerade. Also mein Essen ist gleich kalt, aber vielleicht zieht es auch irgendwie schön durch. Du kannst durch. Es ja im Backofen gleich nochmal auf kurzer Linie oder so. Ja. So, ich brauche ein bisschen Wasser. Tut mir leid. Übrigens, ich muss nochmal sagen, ich muss nochmal loswerden. Leute, ich finde es ja geil, dass so viele Leute heute hier eingeschaltet haben. Ja. Obwohl Sonntag ist, es ist Sonntag, meiner. Alle müssen ja. arbeiten. Jetzt und finde ich total geil. Vielen Dank, dass ihr so zahlreich zuschaut. Find jetzt laufe ich wieder bei meinem Kabel. Entschuldigung. Ich kann wieder nichts hören. Genau, verzieh dich. Ja, ich hau ja schon an. Alright. So, dann wollen wir mal versuchen. Diese Dinger hier. Noch einen coolen Trick, wenn das Schneidebrettchen mal dreckig sein soll, dann. Ja. Einfach. Oh, naja, egal. Ist auch dreckig. Alter, wie viel Schafskäse hast du da gemacht? Ja, es ist einfach nur zur Sicherheit. Und das ist jetzt dein Tzatziki? Ja. Das ist deine Gabel? Nö. Da darf ich die jetzt. Ich nehme das mal. Ich leck ja gern von dir, weißt du doch. Ja, Schatz. Ja. I like it. Boah, Alter, ey. So, bei mir kommt jetzt der Schafskäse aufs Beefdeck. Ich bin jetzt echt froh, weil ich bin jetzt so gut wie fertig. Anti-Avarium sagt, könntest du mir helfen? Wenn das Schneidebrett mal dreckig ist, einfach umdrehen. Ja, das habe ich doch eben vorgemacht, ja, eben. Hast du nicht aufgepasst. Und auf der anderen Seite war es aber leider auch dreckig. Ich habe zu viel Uso getrunken, weißt du doch. Der Hammer. Der Chappi arbeitet mit unfairen Mitteln hier. So, nein. Leute, wie lange... Der kriegt dann Uso umsonst und beschwert sich dann noch. Oh, gell? Vielen Dank, George Asmus. Übrigens, wie lange machen wir heute eigentlich? Wie lange könnt ihr denn noch im Chat? Sagt mal Bescheid. Nett, dass wir hier überziehen und... Bis wir fertig sind, ich meine... Ja. Es tut doch keinem weh, oder? Es gibt ja keine nachfolgenden Sendungen, oder? Nein. Übrigens, kennt ihr das noch? Jetzt will ich aber mal, dass du die hier nimmst. Jetzt musst du mir mal kurz helfen, glaube ich. Du musst jetzt mal die nehmen. Das passt nicht zu dem Plan. Ach so. Nee, alles gut, jetzt hab ich's wieder. Weil ich glaub's... Ja. Naja, klar. Es war auch eben schon an, aber es ist irgendwie wieder ausgegangen. Aber ist nicht schlimm. So, Olivenöl. Ein bisschen drauf. Aber wir streamen schon fast 2 Stunden, Leute. Du erzählst dir mal einen Schritt. Na, das ist wahr. 1,5 Stunden sind wir gerade dran. Nein. Hier, guck. 1 Stunde, 51 Minuten streamen wir jetzt. Ja, gut. Wir haben ja etwas vor 8:30 angefangen. Zum Einstimmen. So. Zum Vorglühen, wie ihr das immer so nennt. Genau. Ich mach jetzt noch 2 Fladenbrote einfach rein. Übrigens, Leute. Langweilig. Diese wunderschönen und sehr kleidsamen Kochschürzen findet ihr bei MAM, Metal Addicted Mail Order. Das ist unser Shop und da gibt es diese wunderschönen Kochschürzen. Also wer noch keine hat... 5 Stück sind noch da. Genau, 5 Stück sind noch da. Bitte kaufen und eine Bitte, macht Fotos von euch, wie ihr die Sachen nachkocht und... Mit der Kochschürze. Das fänden wir total geil. Also, ein großes Ding erstmal. Genau, ein großes Ding. Mach ich dann erstmal. Was machst du jetzt? Ich fange jetzt an, den Bifteki zu braten. Das ist wohl eine riesen Bulette. Oh ja, ich sehe es. Ich mache jetzt gleich etwas kleiner. Aber ich wollte erstmal gucken, ob das alles so funktioniert mit dem.
Mit dieser Pfanne, weil ich so selten damit. Alter, was ist das für ein Teil? Vielen Dank, Lexi Dollar. So, guckt euch das an, Leute. Ich will nichts sagen. Das ist keine Bulette. Das ist für echte Männer. Das ist für echte Männer, Alter. Das ist für die Mampfmaschine. So, genau. Das ist die Mampfmaschinenportion. Alter. Genau. Diese Lexi Dollar, kennst du die? Kennt die eine? Nee. Was ein Teil, ey. Sag mir nix. Oh, the apron took 2 weeks to arrive in the UK. Okay. Do you already have it? Or is it just shipping? Endlich kann er mal Englisch sprechen. Darauf freut er sich schon den ganzen Abend. Yeah. Also weiter. Go on. Huh? Go on. Ha? Yeah. Ha? Oh, she has it. You have it? So post a picture when you cook. The best would be if you cook the stuff we do here. That would be great. So, yep. Post a picture with the stuff we cook here. Right? Right. 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 So, es gibt mehr Fladenbrot. Das ist eine gute Idee. Oh ja, und du machst noch mehr wie Fegi, alles klar. Ja. Was nutzt du da für ein Öl eigentlich? Erzähl mal. Wo? Ach so, ich. Das ist ganz normales Olivenöl. Also ganz normales Olivenöl? Ja, irgendwie? Man kann natürlich auch jetzt hier dieses teure Olivenöl nehmen, aber ganz ehrlich. Extra Virgin, das oder ist, was? Virgin? Extra Virgin. Es ist natives Olivenöl, nicht extra Virgin, sondern extra Virgin, sondern es ist tatsächlich ganz normales Olivenöl von Rewe oder sowas. Wollte ich sagen. Kann man aber auch ganz gut fürs Braten nehmen. Normalerweise soll man Olivenöl nicht fürs Braten nehmen. Aber ich guck mal eben, wie es jetzt da hinten aussieht. Aber gerade steht der Tobi noch hinter mir, deswegen warte ich erstmal. Ich warte. Alles gut. Ich hab Zeit. Wenn ihr das da auch habt vom PC oder wo ihr auch gerade immer seid, dann tut ihr gut daran. Weil ich glaube, in 2 Stunden werde ich das fast. Also bis 10:30, das wird knapp. Ja. Wie 10:30? Freunde, wie findet ihr übrigens die tolle Begleitmusik im Hintergrund? Sagt mal. Ist das immer noch die indische eigentlich? Dann können wir nochmal auf die griechische. Ja, wir machen mal die griechische. Ich habe ja eine griechische und eine indische Dauerschleife. Und jetzt können wir mal die griechische. Die ist irgendwie vielleicht noch ein bisschen beschwingter. Achtung. Wenn euch das zu laut ist, dann müsst ihr das auch sagen. Wir haben das nicht so im Griff mit der Lautstärke. Wir haben die Technik sowieso nicht im Griff. Oh, jetzt habe ich hier OBS angemacht. Scheiße. Wow. Look at this, baby. Kann man das mal? Ich glaube, wenn ich koche, sollte ich vorher öfter Ouzo trinken. Das ist schon mal geil. Alter Schwede. Alter. Wo kann man denn drauf? Und war das mal die für die Mampfmaschine? Ja. Au, Alter. Ja, René, du kannst dich schon mal freuen. Das ist deine Portion, Alter. Stell mal wieder drauf, sonst versaust du mir mein Gericht. Entschuldigung. Alter. Ach so, anrichten. Wo richten wir denn drauf an? Haben wir denn auch sowas wie Teller und so ein Kram? Ja, natürlich haben wir Teller. Ja. Also da oben eben ist schon mal, als ich gedacht habe, ich bin jetzt fertig, da habe ich mich ein bisschen entspannt gefühlt. Aber als ich jetzt das Bifteke gesehen habe, da ist mir schon wieder so ein bisschen das Blut aus dem Gesicht gelaufen. Bin ein bisschen blass, muss ich sagen. Nein, alles gut, alles gut. Wow. Stell dich nicht unter deinen Scheffel hier. Ich habe eben eine Vorhersage, wie das Battle ausgehen wird. Oh ja. Ja. Und ich hoffe, dass es genau so sein wird. Nämlich, dass wir uns auf ein wundervolles Unentschieden einigen können. Das fände ich, glaube ich, ganz cool. So. Fände ich auch gut. Ja. Aber ich nachschätze mal von dem Käse. Den brauchst du ja nicht mehr, oder? Nö, den brauche ich tatsächlich nicht mehr. Ich habe viel zu viel Tonnen Schafskäse gemacht. Schafskäse? Ich möchte lieber das Bifteki probieren, das sieht so geil aus. Würde ich auch gerne. Cool, du hast 2 Hälften eigentlich. Und dann kommt in die Mitte, kommt der Feta. Mhm. Genau, du machst halt quasi einen flachen, also quasi wie ein Burger, den drückst du flach, dann kommt der Feta da drauf und dann dasselbe nochmal oben drauf, dann verklebst du es ein bisschen, damit der Käse nicht zu schnell ausläuft, sondern innen drin bleibt und nach Möglichkeit von innen drin auch ein bisschen, ja. Also ich gucke mir den Stream heute Nacht nochmal an und koche das dann morgen nach. Ja, kannst du machen.
So, und hier mal schon ein ganz kleines Beefsteak. Guck mal, Freunde, ganz klein. Übrigens, klein. Wer das nachgekocht hat, bitte sagt uns doch mal, wie es geschmeckt hat. Und postet eure Gerichte auch in den Tweet. Das fände ich total cool. Jetzt habe ich ein bisschen Scheiße gebaut. Würde mich mal interessieren, ob die Rezepte geklappt haben, die wir da so gemacht haben bisher. Die Burger beim letzten Mal fand ich mega. Ja, also alleine nur vom Zugucken hatte ich da richtig Bock drauf. Scheiße, die waren echt gut. Die Burger waren echt gut. Ja, mega. Die ganze Show war geil. Also von daher, ich bin ja froh hier zu sein. Ich finde es geil, ja. Ja, so, also, meine Beefsteakies sind auf jeden Fall fertig gerollt. Jetzt versuche ich die alle nochmal so schnell wie möglich anzubraten. Achso, ich brauche was, wo ich die Beefsteakies drauf tun kann. Du musst auch gar nicht alle jetzt fertig machen. Ich habe die hier einen Teller übrigens. Okay. Ist das fertig? Ja, das ist schon fertig, weil das ist ja Rindfleisch. Oh ja. Was ist das hier? Mhm. Hier? Ja, ja, richte ruhig drauf an. Okay, weil das darf ja auch von innen, weil es eben Rindfleisch ist. Genau. Auch noch ein und bisschen dazu gibt es dann dein Brot, ne? Dazu gibt es dann Brot, Tzatziki. Und ich mache ja gleich noch den Salat, den muss ich noch anbraten. Oh, Alter. Aber das geht schnell, macht euch mal keine Sorgen. Aber hier, diese Brote, die lassen sich schwer von dem Backblech hier trennen. Ist das so? Mhm. Ah, okay, gut. Aber... Müssen wir mal gucken? Oh, das sieht doch gut aus. Ja. Alles gut. So, das tue ich schon mal weg. Ich würde dann schon mal anrichten hier, Tobi, so einen kann Teller. Ich dir das irgendwie mal kurz angeben, dass wir das irgendwie aus dem... Dass wir hier ein bisschen Platz So, und da kommt jetzt noch von deinem Tzatziki drauf. Also erstmal schneide ich das nachher natürlich in Slices und dann wird das angerichtet mit dem Beefsteak, dem Salat. Boah. Ach, der Salat, Tzatziki. Den brauchst du noch. Den Salat habe ich hier, den mache ich gleich noch. Scheiße, der muss alles auch noch... Alles gut, nee, das geht, der Salat geht wirklich fix. Wie ist mit dir, Tobi? Da mache ich mir echt keine Sorgen. Fertig? Ja, ich bin anrichtfertig. Also was ich bräuchte... Ich noch mal eben ein Brettchen. Ein Brettchen. Der Tobi schneiden. Ist auch fertig zum Anrichten. Boah, die sehen auch sehr gut aus. Geil. Zu viel. Wow. Magst du haben? Ja, klar. Du sollst das Brett nehmen. Achso, das Brett. Danke. Gegrillter Salat ist auch nichts Neues und nicht meine Erfindung. Aber es ist was Geiles. Wenn jetzt ein Grill hier wäre, wäre es noch fetter. Ja, ja, ja. Ich habe einen mitgebracht. Aber... Nee, ist ja nicht so schlimm. Hier unten grillen ist halt nicht so. Ja, das stinkt dann so, ne? Genau. Ich weiß nicht, von wem diese Soße hier ist. Aber Leute. Komisch, ne? Die ist mega. Die ist echt komisch. Boah. Und? Boah. Einmal probieren? Ja, klar. Alter, ist das geil. Moment. Ja. Sieht auch schon so geil aus. Oh. Darf ich? Wo ist denn die Mampfmaschine? Dina, ach, du bist der Schalter. Knaller. Das Brot ist der Hammer. Findet ihr hier drin, in diesem Buch. Krass. Keto rockt von Dina Stricker. Hammer. Geil. Tierisch. Ja, Mann. Ah. Ja. Ist leider geil. Mhm. Boah. Okay, jetzt bräuchte ich noch mal ein Schneidebrett. Schneidebrett? Ja, das hier nehme ich am besten. Komm. Tobi. Bisschen wenig Platz, leider. Das ist nicht so schlimm. Darf ich mal deine Beefsteak wenden? Nee. Finger weg. Sonst Finger ab. Finger weg. Okay. Wo ist denn der Pfannenwender? Oder habe ich den hier irgendwo hingelegt? Ah, guck mal, genau. Wo ist denn unser Schiedsrichter? Der René. Die Mampfmaschine. Und während in Villarriba noch sieht wieder geil aus hier. Wie war das? Da gab es die Wärmung Ultra. Richtig Röstaromen drin, wunderbar. Ja. So. Du bist fertig. Richte doch mal einen Teller an für die Mampfmaschine. So, ihr Lieben. Vielleicht könnt ihr mir kurz noch helfen. Gegrillter Salat? Ja, mit dem gegrillten Salat könnt ihr mir vielleicht helfen. Ja. Wir haben gerufen. Ladies and Gentlemen, ich präsentiere die Mampfmaschine. Ey, das riecht total lecker, Leute. Geil, ne? Meine Fresse. So, also. Zu meinem gegrillten Salat darf ich was erzählen. Das sind Romanerherzen. Romanerherzen werden quasi einmal geteilt.
Und jetzt kommt da gleich eine Marinade drauf, auf die Schnittfläche quasi. Auf der Schnittfläche, das Schnittfläche, dem Schnittfläche. Hab grad kein vernünftiges Deutsch mehr drauf. Die Marinade kommt da drauf. Dann werden sie auf der Schnittfläche gegrillt bzw. gebraten. Und zwar volle Möhre, so hoch wie es geht in der Hitze, maximal eine Minute. Dann kommen sie runter, werden dann abgeschmeckt mit Salz, Pfeffer, Muskatnuss und Parmesan. Und dann ist der gegrillte Salat fertig. Okay, und in der Zwischenzeit hat der Tobi schon einen Teller von seinem Gericht fertig gemacht. Ich will auch nicht mehr als einen Teller. Oh. Ich stehe voll im Weg, oder? Nee, das geht schon. Nee, ich stehe ein bisschen hier aus der Seite. So, die Marinade. Für die den Salat. Leute, das schmeckt total lecker, das weiß ich jetzt schon. Ist ganz einfach. Oh, Entschuldigung. Aber erstmal Zitrone. Wir zeigen das erstmal in die Zitronensaft. Gleich. Boah, das sieht gut aus. Alles rein, passt schon. Mehr habe ich eh nicht mehr. Ich bin ein bisschen neidisch auf die Mampfmaschine, dass die das jetzt alles essen darf. Jetzt kommt noch das. Dann gehe ich nie wieder auf die Bühne, Alter. Allergeilste. Moment. Okay, Alter Schwede, ist das geil. Guckt euch das an. Ladies and Gentlemen. Das musst du wohl jetzt essen, ne? Uns wird alles aufgegessen. Wir haben hier, sag nochmal das Gericht bitte. Das ist indisches Butter Chicken mit Fladenbrot, mit Reis, eine ganz besondere Köstlichkeit aus Fernost. Und dazu gibt es so einen Minz-Dip, Minz-Koriander-Dip. Schauen wir mal, ob das dem René schmeckt. Zeig doch mal die Kamera gerade den Leuten. Mega. Darf ich auch probieren? Was esst ihr? Da ist noch ein bisschen was. Okay. So. Leute, das ist der Hammer. Okay, René kriegt jetzt erstmal Besteck. Oh. Hm. Warte mal, du kriegst noch Besteck von mir. Nicht mal meine Brille. Ja. Ich hätte dir fast geklaut. So, hier ist deine Besteck. Wenn du auf irgendwas Hartes drauf beißt, dann sind das Kräuter, die ich vergessen habe rauszunehmen. Egal, ich krieg alles klein. Das sind das meine Fingernägel, die ich eben geschnitten habe. Am besten hier so. Ja, die Leute wollen ja sehen, ne? Soll ich jetzt echt vor der Kamera essen? Ja, natürlich musst du vor der Kamera essen, Digga. Okay, ich versuch's. Boah, warum ist dein Twitch jetzt weg? So dermaßen. Esst ihr denn auch was oder bin ich jetzt alleine hier? Nö, wir essen auch. Also ich hab Kohldampf. Ich auch. Aus dieser ganzen Kocherei hier. Hallo? Okay, René probiert. So, Brot ist fertig. Achtung. Kann das was? Boah. Ich will auch probieren. Tobi, ich heirate dich jetzt. Warte, ich will auch probieren. Moment. Darf ich auch einmal? Boah, Alter. Boah, geil. Genau die richtige Schärfe. Alter. So. Dirk, darf ich dir eben angeben? Kurz für die Spüle, dann haben wir ja mehr Platz. So, und? Was soll ich sagen? Habe ich verloren? Sau lecker, ich habe ja deins noch nicht gegessen. Achso, ja, dauert noch ein bisschen. Aber gib doch mal dem Chubby ein Stück. Jetzt muss ich mal hier die Soße noch. So. Ich muss eben gucken, dass ich die Marinade hier klein kriege. Boah. Alter. Das ist der Knaller. Tobi ist schon weit vorne im Rennen. Jetzt muss ich mal hier dieses, trinke ich mein Bier jetzt. Das so, Chubby. Trinke ich mein Bier jetzt. Ja. Chubby kriegt jetzt mal ein Stück hier. Chubby muss leider noch ein bisschen vorbereiten, Leute. Gib mir schon ein paar Minuten Zeit. Tut mir leid, dass ich so langsam bin. Chubby muss probieren. So, ich hatte Chubby, gestern Gig, weißt du? Hm? Komm mal her. Ist eine frische Gabel, keine Angst. Ja. Schönen Abend noch. Das war's dann mit meinem Essen. Tschüss. Leute, maximalsten Respekt. Ist Tobias, ja du gemein, hast dass man die Juroren aus der eigenen Band. Ja, aber ganz ehrlich, klar, Alter, du hast so ein geiles Gericht hier hingezaubert. Leute, ich gehe auf die Knie. Das ist der Hammer. Dein Teller. Das ist geil, Alter. Richtig lecker. Richtig lecker. Also, wenn du mich mal zum Essen einladen möchtest, ich komme sofort. Hammer. Wow. Darf ich weiteressen? Boah. Also, wenn ich das in einem Restaurant essen würde, würde ich dem Typen 5 Sterne geben. Das ist echt nicht übertrieben.
Echt lieb, danke. 6 von 5 Sternen. Das ist echt geil. Meine Fresse, krieg ich auch einen Teller? Ja, wir haben keine Teller mehr. Achso, wir haben keinen Teller mehr. Da ist noch einer. Genau. Scheiße. Oh, hast du Teller? Also ich brauche noch so 5, 6, 7 Minuten für die Beefsteaki. Danach mache ich schnell den Salat. Der ist in einer Minute fertig. Und dann können wir. Okay, geil. Genau. Haben wir sonst noch was zu sagen? So musikalisch vielleicht? Nee, ne? Wir können noch ein Video reinballern. Ja, ein Video. Genau. Mhm. Okay, Leute, wir melden uns in 5 Minuten wieder mit dem Ergebnis hier. Aber das, was ich bisher gegessen habe, ist schon richtig geil. Mega. Bis gleich, Leute. So, Freunde, da sind wir wieder. Endspurt.
Endspurt, der Grillsalat geht in den Ofen und ich muss sagen... Der geht in die Pfanne. Ich muss sagen, wir haben jetzt schon einen Teller hier von Tobis Gericht weggehauen. Das ist echt ein Knaller. Ohne Scheiß, das ist echt ein Knaller. Da habe ich auch einiges an Gewürzen reingetan. Wahnsinn. Echt richtig gut. Ah. Also ihr seht, Teller ist fast leer. Ja. Wie soll man das beschreiben? Das hat so eine milde Schärfe, ein bisschen zitronig, ein bisschen... Auch so butterig, so ganz... So butterig, genau. Ja, ganz zartes Fleisch. Der Reis ist super. Das Fladenbrot mit diesem Minz, mit dieser Minzsoße noch. Ultra geil. Wirklich richtig gut. So. Und Chubby ist auch in der Endphase, sehe ich gerade. Ja, der Salat ist jetzt in der Pfanne. Das ist eigentlich relativ super optimal, weil okay. Es muss eigentlich ein Grill mit offener Flamme sein, damit der Salat auch richtig von unten... Mhm. Weil, wie du siehst, haben wir jetzt hier viel Flüssigkeit drin. Die muss ich jetzt mal eben kurz ein bisschen ab... Verstehe. Flammen. Aber so. Das sieht hier alles top aus hier. Das Fladenbrot ist auch ein Knaller, ja, oder? Ja, das ist irgendwie... Knaller. So, ich esse nochmal hier so ein Stück. Oh, gut. Hätte man auch da reiten können. Okay, den Salat lassen wir heute in der Wertung mal außen vor. Ist zu feucht geworden, oder was? Hätte ja sein können. Ja, das ist halt in der Pfanne, dann geht die Feuchtigkeit nicht so vernünftig weg. Und mit einer offenen Flamme, dann brät er halt vernünftig an und dann wird er auch unten schön schwarz. Oder halt der Salat, der wird so ein bisschen angekokelt, hat so Röstaromen. Ja, da ist Honig drin. Also die Marinade ist eine Zitronen-Honig-Marinade. Und schauen wir einfach mal, was es gibt. Prost, René. So. Haben wir eine Zange? Oder so was? Eine Zange. Oh ja, komm her. Jojo, das geht. Ach so, die griechische Musik soll man ausmachen. Okay. Wer sagt das? Du hast mich schon wieder ausgesteckt. Ich hab dich ausgesteckt. Pass auf, ich mach für dich extra indische Musik. Wir haben griechische Musik, indische Musik und Soundeffekte. Ja, soll ich mal ein paar Soundeffekte machen? Hier gibt's alles, Leute. Wir machen es einfach so. Also stellt euch, wie gesagt, vor, der Salat wäre jetzt... Sollen wir mal einen Unparteiischen fragen, wie es schmeckt? Gleich? Den Hund. Wir haben einen Hund hier, ja. Wir haben einen Hund hier. Den kann man jetzt leider nicht zeigen, aber wir haben echt einen Hund hier. Ja, dreh doch mal die Kamera. Soll ich? Ja, mach mal. Wir zeigen jetzt mal den Hund. Hund, einmal den Hund zeigen. Da ist der Hund. Also das Essen kann nicht gut sein, weil der ist die ganze Zeit so desinteressiert im Essen. Ich glaube, so toll kann es nicht sein. Oh. Oh. Du bist im Fernsehen. Hallo, du bist im Fernsehen. Ja, fein. Ah, guck mal, jetzt wird's wach. Okay, also freust du dich auch schon aufs Beefsteak? Ich hätte gerne das Große da vorne. Ja. So. Oh, das sieht leider auch sehr... Alter, mit Parmesan. Was machst du da jetzt gerade? Komm, zeig mal. Also, ja, da kommt jetzt Parmesan drauf. Salz, Pfeffer, Muskat und Parmesan. Mhm. So, und ich bin halt noch so ein Mensch, der geht dann noch hin und sagt, so ähnlich wie Jamie Oliver das immer macht, wenn ihr diesen Typen kennt, add a little bit of olive oil. Yeah. Oh. So. Gut. Ich bin fertig! Ja! Yay! Darauf ein Uso! Ne, ganz schnell. Ich hab grad eben schon einen kaputt gemacht. Alter. Yes! Und schön verbrannt er noch hier. Super. Egal. Ein bisschen Schwund ist ja Alter immer. Schwede. So. Ein bisschen Schwund ist immer. So, wir probieren jetzt mal hier dem Chubby sein geiles Beefsteaki. Hau mal Uso rein jetzt hier. Ich kann sagen, da gehört ein Uso zu. Das da ist Chubbys Uso-Platte hier. Mhm. Wer trinkt den mit? René. Ich? Ja, natürlich. Jamas, mein Freund. Jamas. Sehr geil. Prost. So, ich mach dir mal einen Teller fertig, mein Freund. Pass mal auf, das machen wir folgendermaßen. Du kriegst eine Beefsteak von mir.
Dann kriegst du eine Wir sind übrigens pünktlich fertig geworden. Ich wusste es. Exakt 10:30 und wir sind fertig geworden. Das ist der Knaller. Also ich bin noch lang. Okay, ich jetzt müssen wir wieder griechische Musik machen. Ne? So sieht mein Teller aus, ihr Lieben. Gegrillter Salat, Beefsteaky, ketogenes Brot von Dina und Tzatziki. Drück doch mal Applaus, ja. Applaus, 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 Applaus. Haben wir noch Aussehen einen tut's Teller gut. Von deinem? Nee, ne? Ist jetzt die Frage. Ist leider ob schon es schmeckt. Leer. Tobis ist schon leer. Sonst hätte ich noch mal ein Foto gemacht. Schade. Ich nehme mir jetzt mal auch einen Bremsklotz hier. Ja. So. Also ich würde auch so einen essen. Genau. Oh, ja. Einfach mit den Finger. Ja, klar. Komm her. Du das Kleine. Ich nehme das Kleine. Das. Was? Junge. Ja, gib halt her. Junge, du brauchst noch eine kleine Basis hier. Ja, gib mal ordentlich hier. Moment. Der Salat. Ein Minzblatt, Herr Ober. Und, Moment. Ja, das ist natürlich wichtig. Tzatziki. Mhm. Für meine guten Freunde. Wow. Sehr schön. Okay. Ist leider. Boah, leider ich bin, Leute, ich bin so froh, dass es einmal die Woche was zu essen gibt hier. Und der Salat. Können wir da draus noch im Teller eins, machen? Ja. Nee, ne? Das ist für. Das ist alles für mich. Hast du noch? Nee, Tobi? Das wird kein ganzer Teller mehr. Sicher für dich. Oder können wir da ein Meinst ganzes Ladenbrot drauf machen? Ich brauche mal ein Foto. Oh. Entschuldigung. So, dann kriegt noch unser Backstage-Gast. Okay, komm, dann tun wir jetzt nochmal ein Fladenbrot dran. Ein. Jetzt bin ich ja mal gespannt auf dieses Brot. Wir kriegen unser erstes der Hammer. Das ist schon echt. Wir haben es gut, ne? Sehr, sehr dass gut. wir das jetzt essen dürfen. Ich freue mich schon tierisch. Ich habe einen Teller für den Backstage-Gast gemacht. Boah. Der Backstage-Gast hört nicht zu. Und? Genau, bring's hier mal. Am besten mit. Alter. So Gabel und so. Gut. Kann man machen, oder? Das kann man mal richtig machen. Alter. Ist mega. Vielen Dank. Ich nehme einfach mal. Brauchst du einen Teller? Nö, alles gut, ich nehme den hier. Ich nehme das Große. Ich habe Hunger. Riesenteil hier. Okay. Ultra geil. Freunde. Gut? Sehr gut. I'm happy. Lecker. Ich bin wieder zu Hause in Griechenland. Der Salat ist doch gar nicht so schlecht aus der Pfanne. Habt ihr das noch gar nicht? Kann man wirklich so machen. Mhm. Geht, oder? Ich finde nämlich auch, der Salat ist echt nicht scheiße. Das ist geil. Danke. Es ist gemein, dass wir euch immer so viel voressen hier sonntags. Wow. Hört man auch die Schmatzgeräusche im Mikrofon? Ah. Knaller. Am besten den Salat einfach in die Hand nehmen. Boah, ich schmatz, glaube ich, richtig heavy. Aber ist egal. Voll auf meine Schuhe, der Tzatziki. Was du das? Danke, das freut mich, Alter. Hat noch jeder gehört. So, Mampfmaschine, wie ist denn deine Entscheidung jetzt? Ey, also ich muss sagen, das sind beides richtig geile Gerichte. Mega geil. Kann man nicht miteinander vergleichen. Weil, ey, ist ja fast von der anderen Seite der Welt. Ne? Der Salat ist schon geil. Griechenland, wo kommt das her? Indien. Siehste? Fast auf der anderen Seite der Welt. Man kann es wirklich nicht vergleichen. Es ist beides saumäßig lecker. Hier. Das Brot ist der Hammer. Dina, danke für diesen tollen Tipp. Wenn ich gewonnen habe, dann dadurch. Man merkt gar nicht, dass es komplett aus Käse ist. Nee, das ist schon krass. Hast du mal probiert? Mhm. Ah. Vermutlich groß. Geil. Scheiße. So, und wer ist jetzt Gewinner? Also, ich hab's ja auch probiert hier. Also, keine Ahnung.
Wir sind die Gewinner, weil wir haben das geilste Essen heute Abend. Wir das zusammen gemacht haben hier. Du hast es geschafft, dass hier zu uns rüberzukommen, mit uns zu kochen. Das finde ich einfach, das ist der größte Gewinn an der Sache. Sehr cool, vielen Dank. Das stimmt. Und wenn ihr den Boden hier sehen könntet. Müssen gleich mal den Hund hier durchlaufen lassen. Der Boden ist auf jeden Fall der absolute Verlierer heute. Der René ist immer sehr streng mit dem Boden. Wir müssen gleich noch nackt schrubben hier. Zum Glück habe ich noch Schuhe an, ey. Es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, Jungs. Das war richtig geil. Also, jederzeit wieder, auch mit Uso, Dirk. Ja, sehr gerne. Apropos, gibt's so einen? Mhm. Wir machen jetzt noch ein Abschlussfoto. Also, die halbe Pulle haben wir geschafft, so ungefähr. Entschuldigung. Noch ein Abschlussfoto hier. Genau. Foto. Heavy Metal. Freunde, das war die Küchenchefs des Todes, Part 3. Vielen Dank an Chubby, an unseren Gast. Danke. Vielen Dank an unsere Mampfmaschine, Tobi, zweifacher Meister. Meister. Ich würde sagen, das geht unentschieden aus, weil das kannst du nicht vergleichen. Nee. Du kannst es nicht vergleichen, nee, das geht einfach nicht. Das sind völlig unterschiedliche Gerichte. Ich würde das jetzt auf jeden Fall noch aufessen. Ich sollte ja jetzt was sagen, deswegen kann man mit vollem Mund spricht man nicht. Nein. Ja. Aber ich hätte gern noch einen Uso. Ein Uso. Wasser. Also es sind völlig unterschiedliche Gerichte, die kannst du echt nicht miteinander vergleichen. Nee. Es ist beides ultra lecker. Leute, kocht das nach, das ist richtig geil. Und uns bleibt noch zu sagen, vielen, vielen Dank fürs Reinschalten. Und wir sehen uns in 14 Tagen.